Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Heute ist mal wieder Donnerstag angesagt und das heißt, heute sind wir bei Hove Racing unterwegs. Das dritte Rennen, wir sind aus Silverstone. Wir waren schon auf Zolder oder in Zolder und in Bathurst in Australien. Jetzt sind wir wieder hier in Europa unterwegs. Ja, drittes Rennen, wie gesagt, Qualifying läuft gerade. Ihr seht es im Hintergrund und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke. So. Wird sich auf jeden Fall lohnen heute, denn wir haben tatsächlich, schau mal gerade, 38 Autos hier auf der Strecke. Wird also richtig, richtig voll. Auf der Karte könnt ihr es auch schon so ein bisschen sehen. Und das heißt, wir werden nachher eine Stunde fahren und dementsprechend, ja, ich denke, sehr, sehr viel Action sehen. Potenzial ist ja auf jeden Fall mal da. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier die Strecke vielleicht an. Mal gucken, wer ist hier gerade unterwegs. Da nehmen wir doch den Herrn hier mal, den Andreas Höfer, T1. Hier geht es einmal relativ schnell rechts rum. Aufpassen hier mit dem Exit, nicht zu weit rauskommen. Sonst holt man sich da mal einen Cut. Und das möchte man natürlich nicht. Dann geht es hier Richtung Meckitz und Beckitz. Hier möglichst gerade rein. Bisschen lupfen, vielleicht anbremsen. Er nimmt hier sehr viel Curb mit seinem BMW. Dann hier eigentlich eher links halten, um hier die Kurve zu öffnen. Für die Rechtskurve. Hier für den Ausgang auf die Hänger Straight. Also nächstes Mal geht es leider noch ein bisschen besser für den Andreas. Aber für unsere Zwecke reizt hier. Und moin HQ, TH Sim Racing, herzlich willkommen. Und am Ende der Hänger Straight geht es hier leicht bergauf, anbremsen. Für the Stow, relativ schnelle Rechtskurve, eng halten, dann hier früh aufs Gas gehen. Hier am Ausgang kann man auch sehr viel mitnehmen. Das war wahrscheinlich zu viel. Ja, jetzt Runde schon längst ungültig. Dann anbremsen hier für die Schikane. Da sehen wir, einer schießt mal durch. Eng links halten. Zweiten Gang hier kurz lupfen und dann wieder voll aufs Gas gehen. Hier der Rechtsknick geht auch alles Vollgas. Aufpassen mit dem Brustcurb. Dann geht es hier auf die Hamilton Straight. Und dann kommen wir zur, ja, der Passage, wo wir sehr viele Side-by-Side-Action sehen werden wahrscheinlich. Einmal hier rechts mit einem kleinen Lupfer rübergehen. Hier den Schwung eigentlich mitnehmen. Er lässt jetzt hier ein paar Leute vorbei wahrscheinlich. Und dann hier eine Art harte Anbremszone. Da wird mal gerne links oder rechts daneben gegangen. Side-by-Side geht es dann hier auf die Linkskurve zu. Sehr, sehr eng. Da aufpassen, dass man den Vordermann nicht trifft, wenn man ein bisschen dahinter ist. Sehr, sehr breit die Strecke. Ja, das hier geht alles Vollgas. Dann sind wir auch schon im letzten Abschnitt unterwegs. Während wir die erste schnellste Runde haben. Oben sehen wir es 1:57,9 von Dennis Precourt. Wir schauen uns gleich auch nochmal die Gesamtwertung an. Dann hier auch wieder eine harte Anbremszone. Hier kann man auch sehr viel Curb mitnehmen. Einmal links rum. Und dann geht es noch einmal rechts rum. 180 Grad. Kann man mit einem oder zwei Apex fahren. Dann hier schön den Schwung rausnehmen aus der Kurve. Und dann geht es hier durch die offiziell letzte Kurve. Aber die geht einfach Vollgas. Hier schön inhalten. Und dann, ja, hat man eine Runde geschafft hier. Höfer hat jetzt leider noch keine Zeit setzen können. Aber hier vorne haben wir schon ein paar Zeiten. Ja, wenn wir ein paar Zeiten haben, gucken wir gleich auf die Gesamtwertung. Wie gesagt, müssten ja sehr, sehr viele unterwegs sein heute, die auch schon Punkte geholt haben. Wobei hier ja sehr, sehr viele Leute Punkte bekommen. Und, ah, der Herr Schernhammer wird angefeuert auf der 18. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er woanders hin gerade. Aber sehr schön, ein paar Fans hier. Also Daniel Andersen haben wir hier auf der 1 aktuell. 1:57,8 ist er gefahren. Das ist der, lasst mich kurz gucken, der Zweitplatzierte in der Gesamt, ne, Drittplatzierte in der Gesamtwertung. Gucken wir es gleich nochmal an. Dennis Preco hier, der Führende in der Gesamtwertung, hat sich in Zolder, wenn ich mich richtig erinnere, den Sieg geholt. Stefan Mons hat sich den Sieg in Bathurst geholt. Momentan hier auf der dritten Position, 0,4 Sekunden. Da fehlt noch ein bisschen was, aber hat er auf jeden Fall mal im Delta. Allerdings der Dennis davor genauso viel. Also da wird der Abstand nicht wirklich kleiner werden. Mal schauen. Den haben wir noch. Jeff Ewerts. Der ist auch ganz gut platziert hier in der Gesamtwertung. Momentan hier Vierter. Auch da fehlt noch so ein bisschen was, aber sind noch relativ früh im Qualifying. 14 Minuten haben wir ja noch. Ja, Wetter sieht gut aus. Manche hatten Angst, dass es vielleicht ein bisschen regnen könnte. Momentan nur bewölkt. Und ja, doch recht warm, muss man sagen. 23 Grad Luft und 30 Streckentemperatur. Dann haben wir Dennis Preco jetzt wieder auf der 1:57,5. Ja, wen haben wir sonst noch am Start hier? Die 888 auf der fünften Position. Der Ferrari von Alex Meyer, Baden GT oder GT. Mal gucken, da hat er auch nochmal ordentlich was gefunden. Halbe Sekunde hat er fast im Delta, aber ist hier gerade erst auf der quasi anderen Startzielgeraden. Also hat noch ein bisschen was vor sich, wo man nochmal gewinnen oder verlieren kann. Preco vorne auf jeden Fall hat noch einen Bär gefunden. Momentan schon wieder eine Zehntel im Delta.
Dann haben wir noch Falk Moritz hier. Auch ein Bentley vorhanden auf der Strecke. Kiel Racing mit der 46. Schön in Gelb können wir wunderbar erkennen. Momentan noch 1,7 Sekunden weg von der Spitze. Also noch ganz so eng ist es nicht. Die ersten drei sind da innerhalb von 3/10. Zu Platz 4 haben wir schon eine große Lücke. Zu Platz 5 dann nochmal. Also mal schauen, wie sich das Ganze hier rüttelt und wie das dann im Rennen ja so aussieht. Wie gesagt, wir haben 38 Autos. Also wir sehen hier nur 28 links. Aber wenn ich mal nach ganz hinten gehe, haben wir einen Peter Buchholz, der hier mit der Nummer 5 unterwegs ist. Hat noch keine Zeit gesetzt. Die ersten 28 müssten eine Zeit gesetzt haben bis jetzt. Der Herr darf heute kein Qualifying übrigens fahren. Der hat Qualisperre heute. Das heißt, der Dominik Socher wird heute voraussichtlich von ganz hinten starten. Oder sehr weit hinten auf jeden Fall. So, waren wir stehen geblieben? Irgendwo hier so. Da waren wir, glaube ich, schon. Rudi Geis haben wir dann hier noch im Aston Martin. Der hat Sperre, weil nicht pünktlich abgemeldet oder so bei den letzten Rennen. Sowas die Richtung müsste das sein. Deswegen darf er heute kein Quali fahren. Gibt auch noch eine Strafe für jemanden. Der muss eine SG30 gleich absetzen in den ersten Runden. Das ist doch eine Strafe aus dem letzten Rennen. Derjenige wird also auch ein bisschen nach hinten fallen am Anfang. Aber ich denke, alleine wird hier keiner groß fahren. Weil, wie gesagt, wir haben hier ja nicht ganz 40 Autos, 38. Da wird man relativ zügig wieder einen finden, der mit einem hier ein Rennen fährt. So, wen haben wir noch? Alex hatten schon Matthias Weggel. Den haben wir hier für Hove Sim Racing. Der hier ein bisschen weit rauskommt aus der ersten Kurve, damit die Runde auch leider schon ungültig. Ja, das könnte auch nochmal eine Rolle spielen hier im Rennen. Aber gut, er hat noch ein paar Minuten. Und da wir schon die ersten Zeiten haben, würde ich sagen, schauen wir uns mal die Gesamtwertung an. Zwei Rennen sind wir, wie gesagt, gefahren. Dennis Prekur hier auf der ersten Position mit 102 Punkten. Der erste bekommt ja 50 Punkte. Und es gibt bereits hier im Qualifying schon Punkte. Also die ersten drei kriegen 3, 2 und 1 Punkt. Und für die schnellste Runde gibt es auch nochmal einen. Das haben die sich hier vorne auch ein bisschen aufgeteilt, die letzten beiden Rennen. Also Dennis Prekur nicht nur im Qualifying auf der 1, sondern auch in der Gesamtwertung. Und ja, ihr seht es ja hier, die ersten vier sind auch hier im Qualifying gerade genau in der Reihenfolge auf den ersten vier Plätzen. Also da haben wir schon so ein paar ausgemacht nach den ersten beiden Rennen, die hier womöglich um die Gesamtwertung fahren werden. Fahren ja nur 9 Rennen sozusagen, heute also schon 30% der Saison hinter uns. Also hier heißt es wirklich Punkte mitnehmen. Ja, ich glaube aber, so gut wie alle fast Angemeldeten sind dabei, so eine Handvoll ist heute nicht dabei, daher sehr, sehr viel los. Und ja, schauen wir dann nächstes Mal, wie sich das dann nach dem Rennen hier darstellt. Momentan sieht es so aus, dass Prekur sich hier vielleicht nochmal ein bisschen weiter absetzen kann wieder. Aber die Punkte ja, sind nicht so unterschiedlich. Habe ich das noch da drin? Ah ja, hier sehen wir es rechts. Die Punktevergabe, also 50 kriegt der erste, 46 und so weiter, seht ihr hier. Plus die Punkte im Qualifying und die schnellste Runde im Rennen. Heißt also, geht relativ eng zu hier, die Sprünge nicht allzu groß. Ja, wilde Nummer, genau. Ja, mal gucken, was auch er noch so rausholt. So, was haben wir noch? 10 Minuten. Hier wird in die Box reingefahren. Auch hier die Boxenlinie muss Einfahrt und Ausfahrt beachtet werden. Sonst gibt es da auch noch mal so ein paar Strafen. Mal so 5 Sekunden hier, 5 Sekunden da. Je nachdem, wo man sich im Feld befindet, wie die Abstände sind, kann das natürlich nochmal Auswirkungen haben. So, die Frage ist natürlich auch, wer hier freie Fahrt bekommt bei so vier Autos. Wir sehen, das knäuelt sich hier und da vor allem gerade letzte Kurve, Startziel, gerade relativ voll. Aber so ein paar Lücken sind hier auf jeden Fall noch auf der Strecke. Also hat man hier die Möglichkeit, denke ich mal, hier eine freie Runde hinzubekommen. Strecke auf optimal. Von daher ist hier alles, oder wurde Grundstein gelegt, dass man hier eine gute Zeit setzen kann. Vorne sehen wir ja auch schon sehr gute Zeiten. 57er haben wir bei den ersten drei. Bis Platz 6 haben wir 58er. Und dann haben wir ganz, ganz, ganz lange 59er bis Platz 22. Dann ja, gehen wir doch mal zum Marius Kleine rüber. Der hier mit seinem Audi mit der 199 in der Box steht. Der ist der erste, ja ganz knapp mit einer 2 Minuten 0,002. Der hier nicht unter 2 Minuten bisher gefahren ist. Moin Kalle. Ja, sehr, sehr starke Zeiten vorne. Zum Glück
Ja, gibt es ein paar mehr, die hier gute Zeiten fahren können. Aber immer noch die ersten drei eher so zusammen. 4-5 noch halbwegs da, aber Platz 6 Peter Lindner, 1,4 Sekunden. Da fehlen ja auch schon, ja, genau 8 Zehntel. Schon relativ großer Gap hier. So, Helder Guerra macht sich gerade auch auf dem Weg, die 555. Der Luxemburger hier für HyperX Racing Luxemburg unterwegs. Momentan, was hat er gefahren? 1,59,555. Ja, aber in der nächsten Position nicht weit weg, bis Platz 9, 10, sowas. Sind so ein paar Zehntel. Also mal sehen, was er noch rausholen kann. Ja, wir haben auch ganz, ganz viele andere. Die kriegen wir gar nicht alle jetzt noch gezeigt, aber in der Startausstellung gucken natürlich alle einmal an. So, Daniel Pay steht noch in der Box. Patrick Till macht sich gerade auf dem Weg. Wen haben wir hier noch? Christian Schernhammer, der wird hier ja auch schon ganz fleißig angefeuert. Momentan aber noch auf der 29. Position. 4 Sekunden fast nach ganz vorne. Da muss noch ein bisschen was kommen, wenn man da noch weiter nach vorne möchte. Ich glaube, bis Platz 30 gibt es Punkte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also werden tatsächlich heute welche leer ausgehen. Obwohl es halt für, wie gesagt, 30 Leute Punkte gibt. Sollte man meinen, dass hier fast jeder was bekommt. Aber heute wird tatsächlich der ein oder andere leer ausgehen. Also 8 Autos so gesehen. Den haben wir hier noch. Carsten König im BMW. Markenvielfalt haben wir an sich auch vorhanden hier. Also wir sehen, ja, ein bisschen zusammen gerückt zwar, aber in der Anzahl gut verteilt eigentlich. BMWs, Porsche haben wir weiter hinten, haben wir noch relativ viele Hondas, wir haben sogar Nissan dabei, Bentley haben wir gesehen, Aston, McLaren, also ja, fast nichts, was nicht dabei ist, ein Ferrari sogar, Lamborghini müsste der Herr Socher eigentlich fahren, ne, fährt Porsche, dachte er fährt Lambo, ne, Lambo haben wir tatsächlich nicht dabei. So, Chris Hay hatten wir auch noch nicht im Bild, jetzt wollen wir mal wieder Deltas reinpacken. 6,5 Minuten noch. Mal gucken, was ist bei Chris Haya so los. 1,6 Sekunden. Ja, den Lindner könnte er sich vielleicht nochmal schnappen. Diese Runde wird es eher knapp. Reicht nicht so ganz fürchtig. Aber Platz 5 scheint pacetechnisch auf jeden Fall dabei oder drin zu sein. Zu Alex Meyer, da fehlt noch so einiges. Das hat den Abstand leicht verkürzen können, aber immer noch die dritte Startreihe. Ja, wer ist gut unterwegs? Noch Jan Hansel. Den haben wir hier. Mit der 41 gerade auf der Hangar Straight unterwegs. Auch ein schönes Plätzchen hier auf der Strecke. Kann man schön aus dem Windschatten angreifen und dann in der Stowe vielleicht mal sich daneben setzen. Ist doch recht verlockend, weil man hier links sehr viel Auslauffläche hat. Und dann geht es hier auf Cyberside Richtung Schikane. Ja, da heißt es dann, zieht man zurück oder geht man hier zu zweit durch? AMG haben wir, glaube ich, auch nicht gesehen. Stimmt wohl. Ja, geht man zu zweit hier durch. Und ja, oft setzt sich der hier auf der Innenseite durch. Jedenfalls, wenn man halbwegs rauskommt aus der Kurve. Ja, gucken noch mal, aber AMG hatte ich, glaube ich, nicht gesehen, nee. Also, das haben wir auch nicht dabei. So, vorne tut sich nicht so viel. Platz 8 haben wir noch, den Rudi. Intruder Racing Team, die 57, der Aston. Ja, schon aus den SS raus eine Drittelsekunde. Da würde das sogar Richtung Platz 5 gehen. Also auch da die ersten beiden Startreihen noch unter sich. Mal sehen, ob er da vielleicht nochmal was rausholen kann. Wo landet er denn eigentlich in der Gesamtwertung aktuell? Auf der 17. 18 und 9 Punkte hat er sich geholt in den letzten beiden Rennen. Ja, da würde er heute noch einiges mehr an Punkten holen, wenn er denn hier in der Region bliebe nach dem Rennen. Crossplay mit Xbox? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, geht nur konsolenintern und PC-intern. Weil auf den Konsolen, da ist ja auch noch eine ganz andere Version drauf. Ich glaube, die sind immer noch nicht bei 1.8, oder? Ich glaube, ich noch 1.7 irgendwas. Die stecken noch so ein bisschen hinterher, was die Version angeht. So, ja, noch Pierre Brückner hatten wir, glaube ich, auch noch nicht im Bild, oder? Da gehen wir doch mal hin. Die mit der Nummer 4, RM Motorsport. Auch ein Aston Martin kommt jetzt hier aus dem zweiten Sektor gerade in den dritten rein. Mit 0,3 Sekunden.
Ja, da in den Top 10 ist es dann doch ein bisschen enger, zumindest in der zweiten Hälfte. So ab Platz 5, wie gesagt. Also da kann schon mal so zwei, drei Zehntel können da schon mal helfen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Wir gucken hier durch Lafield. 0,4 Sekunden, Kurveneingang, Kurvenausgang, kann er das auch mitnehmen? Oh ja, da hat er noch sehr, sehr viel liegen lassen, 0,6 Sekunden. Das wird auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück nach vorne gehen. Müsste, ja, Platz 5, 6, 7 sowas, ja, Platz 5 werden. Best of the rest momentan muss man sagen. Auch er schafft es nicht, hier die ersten beiden Startreihen anzugreifen, wirklich. Aber hat hier schon mal sehr viele Kollegen in den Top 10 hinter sich gehalten. Ja, wird aber nicht unbedingt so bleiben, denn der Peter Lindner ist hier auf der sechsten Position gerade gut unterwegs gewesen. Jetzt leider nicht mehr. Moin, Ralf. Ja, ein bisschen Markenvielfalt hier. Ja, das wird ein heilloses Durcheinander, die ersten Runden. 38 Autos irgendwie im Blick zu behalten, das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber gut, wir haben ja eine Stunde Zeit. Das wird sich nach ein paar Minuten, ein paar Runden ordnen. Und dann werden wir schon sehen, wo was geht. So, jetzt ist Lindner aber wieder gut unterwegs. Mal gucken hier. Enge Linkskurve. Moin, Tino. Ah, jetzt leider doch nicht mehr. Dann gehen wir zum Herrn Keep. Wo ist er? Dem Detlef. Ah, ein Honda. Siehst du, haben wir auch noch nicht groß im Bild gehabt. Ein Honda. SDS Motorsport Sachsen mit der 67. Gerade über die Linie, glaube ich, gegangen. Auf die 14. Position. Auch hier mittendrin statt nur dabei. Nicht viel Platz nach vorne. Nicht viel Platz nach hinten. Also schönes, enges Feld hier im Mittelfeld auf jeden Fall. Mal gucken, was vorne geht. Da haben wir ja nicht so viele, die da zusammenfahren. Moin, Lukas. Danke für den 4. So, die Deltas werden gerade ein bisschen weniger. Einige haben, glaube ich, auch schon das Qualifying beendet. Wir sehen es hier links, einige in den Boxen. Das geht bei Daniel Pay. Mal gucken, kommt jetzt hier auch gerade über die Ziellinie. 0,16 Sekunden. Nochmal ein Plätzchen gut gemacht hier auf die 28. Auf jeden Fall hat er nochmal eine Runde Zeit. Der Schernhammer auf der 30. Gucken wir mal, der kommt auch gerade auf die Startziellinie. 1-1-2. Hoffentlich müssen wir die heute nicht allzu oft rufen. Ah ja, auf jeden Fall auf der 30. So, tut sich vorne was. Die ersten 6. Gucken wir mal kurz. Nicht wirklich mit Verbesserung unterwegs. Na, Brückner fehlt nochmal eine Zehntel, aber Herr Lindner, den haben wir jetzt schon ein, zwei Mal im Bild gehabt mit Verbesserung. Mal gucken, ob er das jetzt auch mal über die Linie bringt hier. Das würde auf jeden Fall ja, auf Platz 6 gehen. Da hat auf jeden Fall der Alex Meyer sich noch mal ein bisschen ranrobben können an die beiden ersten Startreihen. 0,6 Sekunden hat er nämlich Rückstand auf ganz vorne. Ja, vielleicht kann der Herr Lindner da ja auch noch mal in die Region kommen. So viele Kurven hat er allerdings nicht mehr vor sich. Also gucken wir mal. Ah, jetzt hier aus der Kurve gut verloren. Schade. 0,2 wird trotzdem noch mal reichen, um den Brückner hinter sich zu lassen. Gucken, ob der noch auf einer gültigen Runde ist. Ja, ist die letzte Runde, oder gültige Runde hier natürlich. Und dann, ja, warten wir nochmal, bis die alle hier reingefahren sind. Dann geht es auch relativ zügig in die Startausstellung, hoffe ich. Haben, glaube ich, 5 Minuten Zeit, bis es losgeht in die Einführungsrunde. Die werden wir auch größtenteils brauchen hier für die Startausstellung. Da werde ich viele, viele Namen heute vorlesen müssen. Oder dürfen. Ah, Preko, der will auch nochmal sich verbessern, obwohl von hinten jetzt nicht allzu viel droht. Ja, Mons auch nochmal unterwegs. Ja, da wird auch nochmal sicher gegangen. Da wird nochmal um jede Hundertstel gekämpft hier. Aber 57,5, glaube ich, ist schon eine sehr, sehr starke Zeit. 911er hier. Gucken, wo ist der Mons? Ah, direkt davor. Hier, Mons biegt gerade durch die Rechtskurve. Jetzt ist die Runde leider ungültig. Dahinter kommt der Dennis Prekur, der die Kurve ein bisschen besser bekommt. Damit dürfte er so oder so auf der ersten Position starten. Denn so viele sind nicht mehr unterwegs, die ihm da gefährlich werden können. Wir haben auf 24, 25 noch Rosso und Schröter. Die haben wir heute auch noch gar nicht gesehen. Hier der Rosso im Honda. Nochmal eine halbe Sekunde am Start. Patrick Schröter, ich glaube, das war derjenige, der mit einer SG30 gleich starten wird. Also der wird auf jeden Fall auch ans Ende des Feldes erstmal geschoben werden. Dann bleiben wir noch mal beim Herrn Rosse.
Weiß nicht, ob Scherenhammer noch auf einer gültigen ist. Hier wird noch ein Delta angezeigt, aber eigentlich müsste der schon abgewunken sein. Ah, Rosse jetzt leider ungültig. Gucken mal kurz. Ah, wenn überhaupt, ist er noch der Einzige. Nee, ist er auch nicht mehr. Also keiner mehr unterwegs mit einer Verbesserung allgemein mit einer gültigen Runde. Damit der Prekur vorne. Damit haben wir die ersten vier gleich der Gesamtwertung tatsächlich. Also das können die Fahrer also bestätigen, dass sie da auch hingehören, wo sie gerade punktetechnisch stehen. Bild sieht noch hell aus, findest du? Ich habe es eigentlich zurückgestellt. Vielleicht habe ich es auch auf den falschen Wert gestellt. Quellkontrast habe ich auf 50. Ist doch, glaube ich, Standard, oder? Belichtung 40 ist auf jeden Fall Standard. Müsste eigentlich ziemlich normal sein. Ich weiß gar nicht, wo der Kontrast sonst steht normalerweise. Das könnte nämlich sein, ja. Ich hatte ihn auf 0,2 gestellt fürs Nachtrennen, damit man ein bisschen was sieht. So, jetzt sieht es, glaube ich, schon ein bisschen besser aus, nur noch leicht bewölkt. Sehr gut. So, einmal Boxenstopp, Reifenwechsel ist Pflicht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Dann brauchen wir das. Race Caps bräuchten wir. Und dann haben wir, ja, knapp 5 Minuten. Und dann gehen wir mal ein bisschen durch die Startausstellung. Also von der 1 für Baden GT23. Dennis Brekur, der Führende in der Gesamtwertung, startet hier auf der Innenseite. Neben ihm Stefan Mons, der Teamkollege. Ja, auf den ersten drei Positionen in der Teamwertung sozusagen haben wir, glaube ich, auch, oder in der, nee, andersrum, in der Einzelwertung die ersten 6 sind genau die schnellsten Teams. Hier haben wir nämlich Hyper X-Race in Luxemburg auf der dritten Position. Daniel Andersen, hier auch wieder der Teamkollege, der Jeff Ewerts. Dann haben wir für Baden GT den Alex Meyer auf Position Nummer 5 im einzigen Ferrari heute. Dann haben wir Peter Lindner mit der Nummer 88, der zweitbeste BMW. Der nächste kommt tatsächlich erst wieder auf der 12. Pierre Brückner haben wir mit der Nummer 4 auf Platz 7, RM Motorsport im Aston Martin. Dahinter Honda Langhorst mit Alexander Langhorst, der 72er Honda, auf Position Nummer 8. Chris Hayer haben wir McLaren, der drittbestplatzierte. Zwei McLarens haben wir vorne noch stehen. Er hier auf der 9. Position. Dann haben wir auf der 10 in Detlef Keep im Honda SDS Motorsport Sachsen. Dann haben wir wieder einen Aston Martin, RM Motorsport. Ja, relativ dicht hinter seinem Teamkollegen, glaube ich. Hier auf der 11. Position die 868. Jan Hansel haben wir für International GT Racing Team im BMW auf Position 12. Dann kommen wir zum quietschgelben Bentley von Falk Moritz, Kiel Racing, mit der Nummer 46. Rudi Geis haben wir für Intruder Racing im Aston Martin auf Position 14. Auf Position 15 Brian Pötter, Rowe Racing. Ein recht einsamer Porsche hier. Matthias Weggel haben wir dann im Audi. Der ist für Hove Sim Racing unterwegs mit der 76 auf der 16. Auf der 17 haben wir Jerome Eckert, Intruder Racing, auf Position Nummer 18. Samuel Farmer im Honda für SDS Motorsport. Helda Guerra haben wir im Audi auf der Position 19, der Luxemburger. René Brey haben wir, glaube ich, im einzigen Nissan hier auf der 20. Position, der Österreicher. Alex Cruz haben wir im McLaren im Weißen auf Position 21. Remo Kipfer haben wir, den Schweizer, auf der 22. Position im M4 unterwegs. Dann haben wir Marius Kleine Kalmer mit der 199, der Audi vorstartet von der 23. 274, die Nummer hat der Steffen Rosse auf Position 24. Patrick Schröter haben wir auf der 25. Position im Honda. Daniel Hofmann im Audi für Hove Sim Racing auf Position 26. So, dann haben wir auf der 27 die 112. Christian Scherenhammer, schon hier ganz fleißig angefeuert worden. Mal gucken, was hier geht. Vielleicht geht es ja in die Top 20 heute. Dann haben wir Holger Gersch auf der 28 in einem grün angehauchten McLaren auf, mit der Nummer 909. Die 74 hat Daniel Pay. Der hat Position 29 sich holen können.
In die Top 30 hat es noch der Patrick Till geschafft. Hier auch im BMW unterwegs. Ja, SG 30 für Patrick Schröter. Andreas Höfer haben wir auf der 31. Position. Sehr schöne Farbe vom BMW. Dann haben wir noch Klaus Jäkel mit der Nummer 18, Soapbox Racing. Startet von der 32. Dann haben wir Carsten König auf der 33. Position. Hier hinten haben wir sehr, sehr viel Porsche und BMWs. Dann haben wir Peter Buchholz noch. Der startet von der 34. Position. Jürgen Hofmann haben wir auf der 35 mit der Nummer 8. Friedrich Pfaffenroth im Porsche mit der 35. Startet aber von Position 36. Dominik Socher konnte kein oder durfte kein Qualifahren, deswegen startet er hier von der 37. Und Alex Graz hat offenbar auch keine Zeit gesetzt. Hier der grüne 967er Aston Martin startet von ganz hinten von der 38. Heißt also, alle, die sich angemeldet haben, sind wohl auch erschienen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und das Warm-up oder der Countdown ist auch schon fast abgelaufen. Sehr gutes Timing. Dann geht es jetzt in eine Einführungsrunde. Dauert auch nochmal 2-3 Minuten. Gib mir nochmal Zeit, ein bisschen was zu trinken. Und dann gucken wir mal, was die ersten vier hier machen. Das sind ja die absoluten Favoriten hier für die für den Saisongewinn sozusagen, für die Meisterschaft. Stand jetzt zumindest. Noch haben wir ja so ein paar Rennen. 7 Stück mit dem heute gerechnet. Da kann also noch einiges passieren. Heißt ja nicht, dass die hier auch alle in die Punkte fahren oder ganz vorne in die Punkte fahren. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken und dann geht's weiter. So, mal kein Eistee heute, heute gibt es wieder Wasser. Genug Zucker getrunken die letzten Wochen. Ja, Wetter dürfte die meisten freuen. Oh, wer dreht sich da schon weg? Wollte ich gerade sagen, Wetter ist gut, eigentlich gute Bedingungen. Die meisten werden sich freuen, manche hatten Angst, dass es ein bisschen regnen könnte hier auf Silverstone. Wäre ja nicht so ungewöhnlich. Aber wir sehen hier Strecke auf optimal, ähnlich wie im Qualifying. Also die Reifendrücke müssten auch halbwegs passen aus dem Qualifying. Nächste 30 Minuten soll es auf jeden Fall trocken bleiben. Denke mal, dass es trocken bleiben wird, allgemein heute. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ein Rennen. Hier gibt es immer Action, wie gesagt. Sehr breit, sehr schnell die Strecke. Und pace-technisch haben wir wieder von bis alles dabei. Bin gespannt, ob die ersten, ja, was waren das, 4, 5 Autos, die im Qualifying doch ein Stück schneller waren als alle anderen, da unter sich bleiben werden. Oder ob da von hinten doch nochmal einer herannaht und sich auch mal einmischt. Kann ja auch sein, dass da jemand keine gute Runde zusammenbekommen hat. Soll ja vorkommen. Ja, im Mittelfeld erwarte ich natürlich auch einiges. Da ist immer was los, vor allem bei so vielen Autos. Auf Zolder waren wir auch, glaube ich, 40 im ersten Rennen. Und da ging die erste Runde tatsächlich gut. Da hatten wir keine großen Vorfälle tatsächlich. Und das ist ja eine sehr, sehr enge Strecke. Also sollte hier eigentlich auch gut gehen. Aber Meckets und Beckets, ja, vor allem noch mit den nicht ganz im Betriebsfenster liegenden Reifen dann in der Startphase, kann es auch mal ein bisschen rutschig werden, wenn man dazu 2 zu 3 nebeneinander ist, vielleicht mal den Curb zu viel mitnimmt. Also da ist Vorsicht geboten, eine Stunde fahren wir ja, ist viel Zeit. Also verhältnismäßig, aber ja, die fahren ja nicht alle zum ersten Mal hier. So, startet irgendeiner aus der Box, der Peter Buchholz wird aus der Box starten. Ich weiß nicht genau, auf welcher Position er war. Müsste 34. oder so gewesen sein. Also wäre eher weiter hinten gestartet. Haben jetzt nicht so viele davon profitiert. Aber muss ja nicht Schlimmes sein. Wenn was passiert, dann hat er erstmal genügend Zeit, dem auszuweichen. Wird dann nicht irgendwie selber in den Tumult reingezogen. So, ich hoffe, dass hier alle halbwegs auf die Startzielgerade kommen hinten bei so vielen Autos. Wir haben ja 17, 18 Startreihen. Ne, 19 Startreihen müssten das ja sein. Also wird schon eine sehr, sehr lange Formation hier werden. Und die Ziellinie ist ja nicht super weit weg. Kurz hinterm Rechtsknick. Hoffen wir mal, dass sie alle aus der letzten Kurve noch halbwegs rauskommen, dass sie da schön aufs Gas gehen können und nicht mitten in der Kurve starten müssen. So, da geht es jetzt in die Formationsrunde sind wir schon. Oh, sehr viele gelbe Autos da im Mittelfeld, farblich schon abgesprochen.
So, und dann gucken wir mal. Preco haben wir also hier im Porsche auf der Innenseite im Schwarzen. Im McLaren im Roten haben wir hier den Stefan Mons. Ja, der will sich natürlich den Preco schnappen. Genauso wie Andersen und Everts. Die wollen hier vielleicht ja die Führung übernehmen in der Gesamtwertung. Oder zumindest den Abstand ein bisschen verkleinern. Oder klein halten. Aber gut, alle wollen hier weiter nach vorne kommen. Aber das sind natürlich die Aspiranten, die momentan hier auf dem Plan stehen. Und wir sehen, ganz hinten sind sie auch schon aus der Kurve raus. Also können hier alle geradeaus beschleunigen, mehr oder weniger. Und dann geht's jetzt ins dritte Rennen bei Hove Sim Racing. Eine Stunde Silverstone. Müsste dann jetzt hier in wenigen Sekunden auf grün springen. 1, 2, 3, los geht's. Und Preco kommt schon mal sehr, sehr gut weg. Kann sogar schon auf die Rennlinie gehen. Monster hinter. Andersen wird sich dahinter einordnen. Everts bleibt auch dahinter. Da hinter der zweiten, dritten, vierten Startreihe. Ja, wird sich so langsam sortiert. Für Mackets und Beckets überlegt sich irgendeiner hier vielleicht Side by Side reinzugehen. Wir gehen mal auf die 15. Position, was hier im Mittelfeld so geschieht. Oh, da der Audi ordentlich reingefahren, aber nicht den ersten getroffen. Konnte auf jeden Fall hier noch genügend bremsen. Na, da oben am Bildrand sehen wir noch den Weggel. Hier Side-by-Side mit Eckert müsste das sein. Die gehen jetzt hier auf die Hangar-Straight. Da im Hintergrund sehen wir, da scheint auch alles gut gegangen zu sein. Die Nummer 5 kommt auch gerade aus der Box oder ist schon aus der Box raus. Wird jetzt hier den Anschluss ans Feld suchen. Und ich würde sagen, ja, wir bleiben einfach mal ganz kurz hier. Denn da geht's Side-by-Side durch die Stowe. Außenrum der Weggel. Dann kommt noch hier der Honda von Farmer außenrum. Mal gucken, ob der Audi ja, die hinter sich halten kann. Audi-Kollege ist auf jeden Fall schon mal vorbei. Mal gucken, ob der Honda sich daneben bremst. Dann haben wir noch den Nissan, noch einen McLaren, die da auch zu zwei gehen. Das sind Cruz und Brei, glaube ich, müssten das sein. Jawohl. Und ja, wie angesprochen, hier geht Side-by-Side gerne mal durch. Oft setze ich die auf der rechten Seite durch, aber hier nicht. René Brei hat hier schön den Ausgang mitgenommen, die Geschwindigkeit, und hängt sich jetzt hier an Jerome Eckert dran. Er hat jetzt auf jeden Fall mal keine Position gewonnen oder verloren. So, was hat sich vorne getan? Gar nichts. Nicht viel jedenfalls. Lindner hat eine Position gewonnen, hat mit Meyer getauscht. Aber ganz vorne Preco bleibt auf der ersten Position. Bereits schon 1,5 Sekunden Abstand hier nach einer Runde. Hier sehen wir es ganz gut. Dahinter die nächsten drei stauen sich schön auf. Und im Mittelfeld, ja, geht es natürlich gut zur Sache. Wir gehen mal zum Brian Petter auf die 13. Position. Ja, guter Start von allen, absolut. Bis jetzt haben wir noch keine gelbe Flagge gesehen. Sind auch alle rechtig zusammen. Hinten aber eine etwas größere Lücke. Ihr seht es auf der Karte. Die Nummer 35 hinten. Das ist ab Platz, ja, auch Platz 35. Passenderweise. So, erste schnellste Runde. Aber die können wir noch nicht für voll nehmen. Erste Runde ist vorbei. Und wir können feststellen, hier ging es schon mal gut. Also ähnlich wie auf Zolder, wie ich erwähnt hatte. Läuft hier immer sehr gut. Aber die Schlange des Feldes zieht sich schon über eine sehr, sehr große Distanz auf der Strecke. Also ein kompletter Sektor gefühlt ist hier schon fast voll. Und da müssen wir mal ein bisschen gucken, wo wir jetzt hinschalten. So, Mackets, Beckets. Hier gehen alle hintereinander durch. Ah, hier nehmen sie sich schön Körb mit. Das kann auch mal schief gehen. Dann hebelt es einmal aus und dann geht es rechts in die Wand rein. Dann gehen wir doch mal ein bisschen nach hinten. Da haben wir nämlich den Holger Gersch auf der 37. 9 Positionen hat er verloren. Also da lief es wohl nicht ganz optimal. Schröter, der müsste eigentlich ja nochmal zur SG30 rein. Momentan verliert er hier ohnehin schon einige Positionen. So, Socher, der hat auch schon ein paar Positionen sich nach vorne fahren können. 4 Positionen nämlich. Ist momentan auf der 33. Wo ist er? Da ist er, der Porsche mit der 120. Ja, ich glaube, das ist sein erstes Rennen, was er mitfährt. Ich meine ja, bin mir nicht ganz sicher. Ah ne, Zolder ist auch mitgefahren, da hat er sich 4 Punkte geholt. Ja, noch eine etwas magere Ausbeute. Heute wird es auch schwierig. 3 Positionen braucht er noch, um überhaupt in die Punkteränge reinzugehen. So, jetzt musste Pötter hier gerade den Geiss vorbeilassen. Und Coera geht auch noch vorbei. Der kratzt ordentlich. Da wird der Weggel ordentlich mal getroffen. Mal sehen, wie viele da jetzt auch noch involviert sind. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt angeklickt bekomme. Da ist er. Mal kurz in die Wiederholung rein. Gehen wir mal von oben rauf. Er hat sich jetzt einiges durcheinander gewürfelt. So, was ist hier passiert? Das müsste die Hamilton Straight sein. Dann kommt hier die schnelle Rechtskurve. So, da kommt er mit mehr Geschwindigkeit raus. Geht dann neben den Honda, trifft den Honda oder treffen sich. Und dann gehen 1, 2, der Nissan geht noch rein. Da rutscht noch ein McLaren weg. Und da gehen ja fast alle vorbei. Weggel jetzt auf der letzten Position unterwegs. Ah, super ärgerlich. Kleine Berührung da und dann, ja, dreht sich weg und bums, bist du ganz hinten. Also für ihn keine gute Startphase hier in den ersten 5 Minuten.
So, vorne tut sich nicht viel. Die sortieren sich da ganz gut auf, würde ich mal sagen. Hier sehen wir es auch. Bisschen Luft mehr oder weniger zwischen den Autos. Deswegen gehen wir wieder ins Mittelfeld. Farmer, der schnappt sich gerade Guerra, der hier jetzt auf der 16 verharrt. Drei Positionen. Ging es für ihn aber trotzdem nach vorne. Gucken, Farmer, der hat sich auch drei geholt. So, jetzt hat sich so ein bisschen geordnet. Können wir ein bisschen mehr mal gucken, wo es interessant ist. So, Buchholz in der Wand, Schröter wahrscheinlich zur DT, Weggel jetzt in der Box. Deswegen, ja, sind die auch sehr weit hinten auf der Karte, seht ihr es. Die werden dann die 55 Minuten durchfahren müssen. So, also hier, Precor auf der 1, fast 2 Sekunden weg schon. Da unten links haben wir ihn gerade noch so gesehen. Mons muss nämlich jetzt hier aufpassen, dass er seine zweite Position behält. Da hinten in Lauerstellung Jeff Eberts auf der 4, der BMW. Und ja, momentan Lindner 2 Sekunden zu den 3 oder 4 hier vorne. Mal sehen, wie sich der Abstand da entwickelt. Brückner 3 Sekunden auch nochmal. Also ich denke mal, wir werden hier so eine kleine Führungsgruppe sehen, die sich absetzen kann. So, ich glaube, Patrick Schröter müsste durch sein mit seiner SG30. Jawohl. Wir sehen es auf der Karte auf der anderen Seite, gerade Meckitz und Beckitz. Der hat natürlich erstmal freie Fahrt. Aber er muss ohnehin nochmal regulär in die Box. So, was bei Jekyll los? Hat gerade 2 Positionen verloren. Schauen wir doch mal rein. Während wir schon wieder irgendwo eine gelbe Flagge haben. So, oh, hier vielleicht zu weit raus irgendwo. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, und der Linkskurve kam ihm das Heck und dann, ah, gibt's auch noch einen Einschlag. Eieiei. So, was war bei ihm los? Ah, gucken, ob wir das auch noch mitbekommen. Gehen auch mal da 30 Sekunden zurück. Oh, irgendwie noch in Schleudern gekommen, aber nicht ganz gesehen, was das Problem war. Ob das aus eigenem Antrieb war oder er berührt wurde, aber gibt keine Kollisionsanzeige. Er steht jetzt hier, muss natürlich einige Autos vorbeilassen. Also können festhalten, hier gibt es echt schon 3, 4 Autos, Piloten, die hier ganz nach hinten gereicht wurden. So, Socher weiter auf dem Vormarsch. 12 Positionen hat er gewonnen, hat natürlich auch hier und da schon profitiert. So, Schernhammer wurde hier gerade langsam angezeigt, wollte ich sagen. Hier sehen wir es noch, Eingang Meckitz und Beckitz. Auch auf die 35 zurück, sieht auch schon etwas beschädigt aus. Ja, hier sehen wir es, die Motorhaube auch nicht mehr so ganz fest. So, jetzt gehen wir wieder nach vorne. Und da sehen wir auf jeden Fall Dennis, der versucht hier Land zu gewinnen, auf jeden Fall. Dafür aber Rest des Podiums noch sehr, sehr eng dicht zusammen. Peter Lindner 2,5 weiterhin. Brückner muss weiter abreißen lassen, glaube ich. Ist auch gerade beschäftigt auf der 7. Position mit dem Herrn Langhorst. Da schauen wir doch mal rein. Aston Martin gegen Honda. So, hier die harte Anbremszone. Im Genick hat er noch den Chris Hayer. Hier unten der McLaren. Also schön 3 Marken, die wir hier mal direkt hintereinander sehen. Ah, Moritz irgendwo mit einer gelben Flagge. Das ist da hinten irgendwo die Kurve gewesen. Das schauen wir uns jetzt aber mal nicht an. Moldenauer auch noch involviert gewesen. Da sehen wir es links. Ganz, ganz viele Leute gewinnen Position. Ja, und Langhorst ist ja auch gerade dabei, vielleicht eine Position zu gewinnen. Hier Richtung, Richtung den letzten Kurven war mal ganz, ganz dicht dran. Muss aber aufpassen, wenn es mal nicht klappt, dann kommt der McLaren von hinten. Aber jetzt ist hier die Tür vielleicht auf der Innenseite auf. Gehen wir auf die Außenperspektive. Der Aston rutscht ein bisschen weg. Da gibt es fast die Berührung, würde ich sagen. Aber der Honda könnte sich wahrscheinlich vorbeidrücken auf der Innenseite. Langhorst schnappt sich also Position 7, kann aber nicht ganz nach außen gehen. Das heißt, er muss hier aufpassen, dass er nicht zu weit rausrutscht, nicht ganz so viel Geschwindigkeit. Kann er mitnehmen, haben wir gesehen. Der Aston Martin hängt ihm da direkt dran. Und dahinter natürlich, die versuchen wiederum ihren Schwung mitzunehmen. Und ja, machen jetzt hier Druck. Ja, wir gehen mal auf den Aston drauf vielleicht. Eckert jetzt in der Box. Also hier musst du wirklich konzentriert bleiben. Schönes Grüppchen, was wir hier sehen am Ende der Top 10. Detlef Kip ist der Honda auf der 11. Der ist 2 Sekunden hinter dieser Gruppe. Und da oben haben wir es gerade vielleicht noch gesehen. Hier ist nämlich der für einzige Ferrari im Feld gerade am zweitbestplatzierten BMW dran. Alex Meyer gegen Peter Lindner. Da gehen wir auch mal in die Heckperspektive. Ah, fährt sehr weit innen an. Will hier abdecken, aber die 888 versucht es hier außen rum und das funktioniert sogar. Alex Meyer kommt hier in der Schikane vorbei. Chris Hayer hier gerade mit einer gelben Flagge. Oh, da gab es offenbar eine Berührung mit Jan Hansel auf der 11 jetzt unterwegs. Ja, schade. Erste Runde lief sehr gut, aber im Laufe der nächsten Runden haben wir hier ein paar Unfälle gesehen.
Und wir sehen schon die ersten Grüppchenbildungen auf der Karte oder auch an den Abständen links im Tower. Hier und da haben wir weiße Zahlen. Hier sind wir bei Falk Moritz mit der 46. Für ihn lief es nicht so gut im Bentley. 6 Positionen ging es da schon nach hinten. Aber will sich jetzt hier dem Hofmann schnappen. Na, hatte fast gedacht, dass er sich auf die Innenseite setzt, aber macht er noch nicht. Oh, musste aufpassen, dass er da dem Auto nicht auffährt. Auch der McLaren dahinter passt sehr gut auf. So, vorne weiterhin eng. Dennis Pecourt 3,6 Sekunden weg. Auch mit der schnellsten Runde 1,58,2. Ja, die beiden dahinter einen Tick langsamer, aber klar, die sind auch mehr hier im Zweikampf verwickelt, als dass sie sich hier auf ihre Runden konzentrieren könnten. Aber schönes internes Duell zwischen den beiden McLarens. Ja, der Alex Meyer hier noch mit Peter Lindner mehr oder weniger beschäftigt. Ist ja vorbeigegangen. Mal sehen, ob er hier auf die Gruppe aufschließen kann. Momentan sind da 5 Sekunden Gap. So, bleiben noch kurz vorne, dann gehen wir wieder durch die anderen zwei Kämpfe. Denn wir sehen gerade, dass der Everts hier direkt dran ist. Mal gucken, ob er aus dem Windschatten angreifen kann. Richtung Stau Außenbahn. Ah, McLaren geht auch rüber. Ah, ich glaube, das wird da noch nichts. Wird erstmal dahinter bleiben. Außer er macht hier ein spätes Bremsmanöver auf der Innenseite. Macht er aber nicht. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Hier haben wir Position ja, 10, 11, 12, sowas den Dreh rum. Da haben wir zum Beispiel den Samuel Farmer direkt an Jan Hansel dran. Der hier nicht so ganz zum Apex kommt, so sah es zumindest aus. Aber bringt hier trotzdem die Geschwindigkeit durch, sodass der Honda erstmal daneben bleibt. Auch der bremst sich nicht daneben. Sehen wir hier irgendwo Angriffe? Nein. Na, Moritz vielleicht an Pötter. Boah, er probiert es außenrum. Porsche spielt aber soweit mit. Jetzt hier auf der Innenseite sollte er eigentlich vorbeikommen, der Bentley. Und jawohl, hier geht's auf die 17. Position. Mal gucken, ob Pötter jetzt hier nochmal kontern kann. Kommt hier ein bisschen weit raus. Und von hinten sehen wir, da kommt auch noch der McLaren an auf der Innenseite. Alex Cruz ist das. Ja, der hält sich natürlich zurück hier auf der oder in der Kurve zu zweit durch. Das geht ganz, ganz oft schief. Also da waren wir dabei. Was haben wir hier noch? Alex Graz und Patrick Till recht dicht zusammen. Dahinter haben wir Daniel Pay. Mal sehen, für ihn lief es auch recht gut. 3 Positionen nach vorne. Hier haben wir Peter Buchholz. Auch in guter Gesellschaft. Ja, noch alle dabei. Einige mussten schon in die Box zum Reparieren, beziehungsweise schon eine SG30 absitzen, die 292 und genau, und die 76 hatte sich auch noch eine SG30 geholt. Ach, der Weggel. Ach du meine Güte. Nachdem er da einen Unfall hatte, war er wahrscheinlich in der Box und da war er zu schnell. Und dann hat er sich noch eine SG30 abgeholt. Ist dementsprechend hier eine halbe Minute abgeschlagen von der nächsten Position. Jetzt gehen wir aber hier hin zu Farmer und zu Hansel. Hansel immer noch vor dem Honda. Oh, jetzt hat Cruz sich, glaube ich, eingeschnappt, den Pötter. Da gehen wir doch zurück und schauen mal, wie er das angestellt hat. Kurve 1 müsste das sein. Hier auf der Innenseite ganz knapp vorbeigegangen an der Haube vom Porsche. Und hat sich dann offenbar hier auch vorne halten können. Ja, hier sehen wir es jetzt. Ausgang von Meckitz und Beckitz. Das haben wir bei Buchholz. Oh, der Porsche hier. Auch Kurve 1 wird hier vom BMW getroffen. Weiß nicht genau, wer das war. War das der König, glaube ich, müsste das sein, ja. Der König hat ihn da hinten getroffen und rausgeschoben. Peter Buchholz hat sich auch in die Box teleportiert. Also das Rennen ist dann auch sozusagen gelaufen. Ja, sehr, sehr schade. Für uns ist natürlich gut, dass wir so viele Autos am Start haben. Da werden wir auf jeden Fall weiter an Action uns vergnügen können. So, Herr Kleine an König vorbei offenbar. Mal gucken. Aus dem Windschatten raus wahrscheinlich. Hier auf die Innenseite gesetzt in der Stow. Position 30. Damit würde er sich auf jeden Fall ja, Punkte holen. Platz 30 gibt ja auch noch mal Punkte. Oh, Socher hier trifft ganz leicht den Rosse. Beim Überholvorgang hier. Nichts Wildes. Aber 16 Positionen. Geht also recht gut nach vorne. Und die nächsten Positionen sind nicht weit weg. Halbe Sekunde ist der Daniel Hofmann vor ihm. Vor ihm der Brian Pötter. Und dafür der Alex Cruz. Ja, schauen wir mal kurz. Hier wurde auf der Innenseite mal kurz abgedeckt. Aber einen Angriff gab es von Hintermann hier nicht. So, und vorne tut sich gerade einiges. Mons verliert hier gerade einiges an Position. 2 Stück nämlich. Wir gehen mal kurz zurück. Da ist nämlich der McLaren Q3
Kollege direkt hinter ihm, dahinter der BMW. Oh, hier ein schöner Drift, Kurve 1. Kann das zum Glück mal abfangen hier, das ist das Wichtigste für ihn. Da wird er auch glücklich sein. Oder, ja, das in Kauf nehmen, dass er zwei Positionen jetzt hier verloren hat. Sonst wäre es in die Wand gegangen und dann, ja, wäre es deutlich schlechter als Position 4 geworden. Also die drei hier haben auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, ob Andersen sich jetzt hier absetzen kann, nachdem er da keinen mehr vor sich hat. Dennis Precourt 5 Sekunden inzwischen weg. Der fährt hier sein eigenes Rennen, ist hier auf dem Weg, seinen zweiten Saisonsieg zu holen. Aber wen haben wir sonst noch? Alex Meyer auf der 5. Hat sich inzwischen auch von Peter Lindner absetzen können. 3 Sekunden, hier sehen wir das. Langhorst dahinter. Aber wir müssen mal ein bisschen durchs Mittelfeld gehen. Denn ihr seht hier ganz, ganz viele rote Zahlen. Socher, der schnappt sich jetzt hier den Porsche, der nochmal außen gegenhält. Mal wieder in der Stow. Jetzt hat natürlich Pötter hier auf der Innenseite für die Schikane erstmal einen Vorteil. Aber wenn Socher daneben bleibt, könnte er vorbeigehen. Dann kommen nämlich erstmal wieder 2 Rechtsknicke. Hier ist der Erste und da ist er schon vorbei. Setzt sich schon vor dem Porsche, mehr oder weniger. Der versucht, außen gegenzuhalten. Aber das ist natürlich auf der Innenseite Platz hier für den Audi, während Moritz da rechts, haben wir ihn gerade gesehen, der Bentley steht. Ja, gucken, ob Socher sich jetzt durchsetzen kann. Oh, beide hier sehr, sehr weit draußen. Hoffentlich verlieren die jetzt das Auto nicht. Und hinten haben wir gesehen, Pötter ganz, ganz unruhig gewesen. Hofmann zum Glück nicht draufgefahren. Und von hinten kommt hier noch ein Honda, das ist der Herr Rosse, genau, der Steffen Rosse, der da ja noch nicht so ganz profitieren konnte. Jetzt geht er aber vorbei an Hofmann. Also interessantes Viererspann, was wir hier sehen. Ja, Socher hat sich gleich schon mal ein paar Meter hier abgesetzt. Eine Sekunde. Jetzt gucken wir doch mal, gibt es hier den Angriff irgendwo. Audi, Honda und Porsche haben wir hier im Dreikampf. Na, Hofmann hat es kurz mal außen angedeutet, aber versucht jetzt hier mit ein bisschen mehr Schwung rauszukommen vielleicht aus der Kurve. Während Höfer sich den Graz geschnappt hat. Auch das schauen wir uns natürlich einmal an. Oh, hier auf der Innenseite vorbeigedrückt. Da sah ein bisschen nach Berührung aus. Auf jeden Fall Graz hier im Aston Martin, der immer noch 15 Positionen gewonnen hat. Also ein guter Start hatte. Jetzt hier eine Position mal wieder verloren. So, der Herr Kleine verliert hier auch gerade ein, zwei Positionen. Hofmann und Schernhammer sind anscheinend hier vorbeigegangen. Da sehen wir Schernhammer direkt vor ihm. So, Pay ist in der Box. Ah, gerade mal Viertelstunde um, aber schon ein paar Autos in der Box. Wahrscheinlich die, die hier mehr oder weniger ein bisschen Schaden mitbekommen haben. So, was sehen wir hier? Oh, da macht der Porsche ordentlich dicht hier. Fahrtrichtung links auf der Außenseite. Es gehen zu dritt hier in Formation durch die Stow. Der Honda auf der Innenseite, der Porsche und der Audi von Hofmann. Jetzt sind sie wieder hintereinander. Ah, Hofmann wollte da eigentlich links vorbei am Porsche. Nee, nicht doch Hofmann. Hatte aber leider keinen Platz. Steffen Rosse jetzt hier mit 6 Positionsgewinn auf der 18. 5 Sekunden hat er nach vorne. Mal sehen, ob er sich hier von dem Zweikampf lösen kann. Hofft natürlich, dass hier der Audi den Porsche angreift, dass er es ein bisschen leichter hat, nach vorne wegzufahren. Na, gehen wir Hofmann mal rein. Mal sehen, ob er sich hier daneben bremsen kann. Oh, da hat ihn fast abgeschossen. Gerade noch konnte er hier ausweichen. Weil er aber zu spät auf der Bremse war, aber ist nichts passiert zum Glück. Ganz, ganz heikle Sache. Klaus Jeke hier ein bisschen off-track. Oh, puh. Da ist aber der König gerade so noch vorbeigefahren. Da gehen wir nochmal rein ins Cockpit, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wie das aus seiner Sicht aussah. Ich glaube, der hat sich gerade ein bisschen erschrocken, dass ein Porsche vor seiner Haube geflogen kam. So, dauert einen Moment. Nächste Rechts-Links-Passage war das dann passiert, während Graz an Höfer vorbeigegangen ist. So, hier vorne müsste gleich irgendwo der Porsche kommen. Da ist er. Uff, ich glaube, der hat sogar noch gelupft, also hat er es doch halbwegs noch im Blick, aber war ein kleiner Schreckmoment vielleicht. So, vorne hat sich's auseinandergezogen, also Precourt 5 Sekunden vor Daniel Andersen, der sich hier schon so ein bisschen absetzen konnte, 2 Sekunden. Jeff Ewerts auf der 3 und Stefan Mons, ja in Anführungsstrichen, nur auf der 4. Das wird ihn ärgern. Der zweite der Gesamtwertung würde so auf jeden Fall ein bisschen Luft verlieren zu Position 1. Und andersrum, die anderen würden gewinnen. Also das ist doppelt blöd für ihn gerade. Aber noch hat er 40 Minuten Zeit, das zu korrigieren. Und der nächste ist ja nicht so weit weg, der BMW. Und Andersen, mal gucken, ob er sich den nochmal schnappen kann.
So, Hofmann geht jetzt hier gerade an Pötter vorbei nach der Stow. Oh Gott, ich dachte gerade, der hat einen Disconnect oder so. Aber war nur kurzzeitig. So, was hier passiert? Oh, der BMW verliert hier das Auto, kriegt nochmal ganz leicht hinten einen mit vom Porsche. Na, jetzt steht er hier verkehrt herum. Auf der 30. Position. In den SS war das hier. Meckets und Beckets. Jetzt ist er wieder unterwegs. Dann haben wir noch Chris Haier, der hier off-track unterwegs ist. Oh, auch hier irgendwo das Auto verloren. Ah, da trifft dann noch den Kipfer, müsste das gewesen sein, auf der 14. Ja. Na, hoffentlich hat er jetzt nicht allzu viel Schaden mitbekommen. Sah nicht schlimm aus, aber heißt ja nichts. Kann ja trotzdem einfach mal ein paar Sekunden Schaden geben. Ja, Remo Kipfer auch 8 Positionen gewonnen. Socha direkt dahinter hat sich gerade den Cruise geschnappt. Na, 22 schon. Wir schauen uns mal die Position Deltas an. Wo sind sie? Da sind sie. Und sehen, dass der Dominik hier ja die allermeisten Positionen gewonnen hat. 22, wie gesagt. Till und Graz 2021 haben auch nochmal richtig gewonnen. 10 und 17 Sekunden. So, jetzt müssen wir vielleicht hier hinschalten. Na, schön aufgruppiert hier. Gucken, ob es hier irgendwo einen Angriff gibt. Rudi Geist muss auf jeden Fall mal aufpassen. Hier wechseln die sich auf jeden Fall schön ab. Honda Aston, Honda Aston, Honda. Oh, außenrum. Hat Farmer mal geguckt, ob er es vielleicht probieren kann. Ja, wird aber nix. Wie gesagt, hier kann man sich höchstens noch mal daneben bremsen. Aber das ist sehr, sehr risikoreich, weil der Vordermann zieht hier zu und dann triffst du den. Kannst du nicht von ausgehen, dass er da mitspielt. Direkt davor haben wir das Duell hier auch wieder in Honda gegen Aston. Detlef Keep, ja, der ist Anführungsstrichen nur eine Position nach vorne gekommen. Aber hat sich hier in den Top 10 locker halten können. Verfolgt Pierre Brückner für den, ja, der liest nicht ganz so gut. Der hat quasi mit ihm getauscht hier. Oh, wo ist der Farmer hin? Gerade noch gesehen im Zweikampf da hinten. Und dann hier in der Dirty Air wahrscheinlich verliert er den Honda. Mal sehen, er kann aber, denke ich mal, den Einschlag hier vermeiden. Sehr, sehr viel Auslaufzone. Also, so gesehen, nochmal gut gegangen. Er hat jetzt nochmal Guillermo Moldenauer vorbeilassen müssen. Hier sehen wir ihn. 8 Positionen ging es nach vorne. Moldenauer leider eine verloren. So, ja, gehen wir wieder hier hin. Ich glaube, vorne ist gerade nicht super spannend. Mons Eberts auf 3 und 4, 0,7 Sekunden auseinander. Sonst ist da alles 2 Sekunden und größer. Also doch keine Gruppe aktuell da vorne, die da kämpft, beziehungsweise nicht mehr. Vorhin war es noch relativ eng, jetzt ein bisschen weiter auseinander. Aber die Boxenstopps stehen ja noch bevor. Und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja, dann bleiben wir hier am Ende der Top 10. Hier haben wir weiterhin das Dreiergrüppchen. Und kaum sage ich es, geht hinten der Socher an König vorbei, der aber in der Box steht, glaube ich. Nee, Farmer ist in der Box. König müsste aber auch in der Box sein. Nee. Achso, habe ich verguckt hier. Hofmann hat aber gerade was verloren. Huch. Das sah irgendwie gerade etwas komisch aus, oder wir haben nicht die ganze Szene gesehen. Aber da ging es auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Wand rein. So, kann man sich hier das Treppchen holen. Noch hängt er hinter dem BMW. Mal gucken, wann die reinkommt. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Wetter wird auf jeden Fall stabil bleiben. Das heißt, man kann hier ja vielleicht zur Halbzeit reingehen. Das wäre dann gleichmäßig aufgeteilt. Oder man überlegt sich, früher oder später zu gehen. Je nachdem, ob man glaubt, dass man hier vorbeikommt oder nicht. Aber Stefan Mons macht sich hier auf der Innenseite bemerkbar. Also der hat auf jeden Fall vor, hier irgendwie vorbeizukommen. Mal gucken, ob es auf der Strecke klappt. Oder ob es über den Boxenstopp dann vielleicht geht. Da haben wir schon einige in der Box ab Platz 26 waren schon alle jetzt soweit drin. Ja, Platz 24 fast. Der Pfaffenrot müsste auch nochmal. Also schon einige drin gewesen. Und wir gehen mal zu Rudi Geis, der hier am Detlef Keep dranhängt. Ja, der kann sich also heute auch wieder ein paar Punkte holen. Wie gesagt, müsste seine beste Platzierung somit sein, wenn er hier in den Top 10 landen sollte.
Und Platz 8 und 9, ja, die sieht er ja sehr gut vor sich. Pierre Brückner, 5 Sekunden zu dem Zweikampflindner und Langhorst. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Langhorst haben wir hier, Lindner ist davor. Dahinter sehen wir den Bentley, aber der ist, glaube ich, eine Runde zurück. Der hatte ja auch irgendeinen kleinen Unfall oder so, haben wir nicht ganz gesehen. Der stand ja da bei dem 1-2-Kampf auf der Seite, auf der Hamilton Straight. Könnt ihr mir vorstellen, dass er schon mal in der Box war. Wo ist er denn? Ja, war schon in der Box auf der 33, der Falke Moritz hier. Dementsprechend auch momentan gut zurückgefallen, hier 20 Positionen. Oh, wer dreht sich denn da jetzt weg? Der Langhorst hat sich hier weggedreht. Und Brückner, Keep und Geis gehen vorbei. Also, da muss sich mal eine Kollision vorherrschen. Auch ein kleiner Fahrfehler bedeutet, dass man hier ein paar Positionen liegen lässt. Und damit gehen wir wieder nach vorne. Andersen setzt sich vorne auch ab. Kommt aber am Precourt wiederum nicht ran. Also, Position 2 ist für ihn dann relativ sicher. Momentan jedenfalls. Und wir sehen hier, BMW muss sehr, sehr weit innen fahren. Der McLaren scheint schneller zu können. Der wird sich sehr über seinen Fahrfehler ärgern. Denn der hat sich ja gut vor den beiden hier halten können. So, mal sehen. Jetzt muss er ein bisschen die Lenkung auflassen, der Stefan. Sonst wäre der BMW berührt. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier durch Kurve 1 und Meckets und Beckets geht. Gehen langsam auf die Halbzeit bereits zu. Ja, saugt sich schön ran. Probiert das hier in. Ich würde mal eher sagen, nicht. Ja, wäre vielleicht besser gewesen, sich darauf zu konzentrieren, hier den Schwung mit rauszunehmen. So hat er ihn natürlich verloren. Und wir sehen, dass Everts hier ja erstmal auf der dritten Position bleibt. McLaren kann jetzt erstmal nur hinterherfahren. Auch hier dörte er ein Thema in den Esses. Muss mal gucken, dass er jetzt hier den Schwung mit rausnimmt und dann auf der Hangar Straight angreift. Wettliff Cape auf der 9 jetzt in der Box. Und auch Langhorst fährt rein. Ja, nach seinem Dreher vielleicht denkt er sich, hole ich mir lieber mal frische Reifen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke, der Boxengasse wird gleich noch ein bisschen mehr los sein. Wie gesagt, gleich haben wir die Hälfte rum und dann gehen ja viele rein. So eine DT haben wir für die Nummer 5. Wer war das denn? Wenn wir hier den Zweikampf beobachten können. Für Peter Buchholz. Auf der letzten Position allerdings liegend. So, McLaren noch nicht vorbeigekommen. So, was haben wir hier? Pfaffenrot, etwas off-track. Farmer scheint hier vorbeizugehen, das ist der Honda. Daneben haben wir den Jan Hansel, der sich hier auch nochmal vorbeidrückt. Pfaffenrot müsste aber auch nochmal in die Box. Also lohnt eh nicht hier gegenzuhalten, denn die beiden Kontrahenten hier vor ihm waren bereits einmal zum Reifenwechseln und gegebenenfalls zum Tanken. So, Jerome Eckert, 6 Positionen im Moment verloren, aber auch der war schon in der Box, also das ist noch nicht Boxenstopp bereinigt. So, jetzt haben wir hier in Essen internes Duell, die ganzen Hondas da haben sich irgendwie verdünnisiert, glaube ich, oder waren wahrscheinlich in der Box. Wir sehen es ja hier eher weiter hinten aktuell platziert. Mal gucken, ob der Rudi Geist sich den Pierre Brückner nochmal schnappen kann vor dem Boxenstopp. Jetzt geht es hier wieder Richtung Lafield. Ah, das wird noch nicht so ganz reichen. Mal gucken, ob vielleicht einer von beiden in die Box fährt. Bleiben wir ganz kurz drauf. Ja, Rudi Geis hält sich relativ weit in. Ja, und fährt jetzt hier rein. Hoffentlich war das auch rechtzeitig. Sonst gibt es hier und da nochmal eine Strafe. Auch hier nicht zu schnell reinlaufen lassen. Pitlimiter rein und dann ja, hat es hoffentlich geklappt. So, Stefan Mons immer noch nicht vorbei. Wir gehen mal kurz zum Führenden. Den haben wir lange nicht mehr im Bild gehabt. Hat da sogar schon die ersten Überrundungen vor sich. Das sind die, die schon ja, in der Box waren, vielleicht sogar mehrfach oder Strafen abgesessen haben. Aber er muss ja auch nochmal reinkommen. Also er auf der 1, Daniel Andersen inzwischen 3 Sekunden Abstand, nach vorne schon 7 oder 6, 7 Sekunden. Und dann das den Zweikampf um den letzten Podiumsplatz. Das wird spannend sein, dahinter ist es gerade nicht wirklich eng. Mittelfeld sehen wir sehr, sehr viele in der Box. Was haben wir hier hinten noch? Langhorst, der auch schon drin war. Ja, gegen Jan Hansel. Gucken wir mal, was da geht. Ist jetzt schon am Anfang der Geraden sehr, sehr dicht dahinter. Also kann hier aus dem Windschatten vielleicht mal angreifen. Jan Hansel hat das auch schon bemerkt.
ein bisschen weiterhin angefahren. Hat also mal angedeutet, dass er hier verteidigen wird. Dementsprechend kein Positionswechsel hier. So, Weggel wird kurz mit der gelben Flagge angezeigt, aber das war wahrscheinlich nur, weil er hier den Führenden, da oben ist er, der Porsche, vorbeigelassen hat. Ja, wieder ein bisschen gucken, dass man hier verteidigt. Ja, mal gespannt, wer hier wann reingeht und ob Mons vielleicht den Everts in der Box überholen kann. Momentan sieht es so aus, dass das die bessere Variante wäre. Weil auf der Strecke ist er noch nicht vorbeigekommen. Jetzt hat er vielleicht mal ein bisschen freie Fahrt. Und ja, da muss er mal gucken, dass er vielleicht ein paar Runden draußen bleibt und mal eine Sekunde rausfährt. Und dann natürlich einen guten Boxenstopp hinlegt. Dann hat er alle Chance der Welt vorbeizugehen. Auch der Führende ist drin. Hier sehen wir ihn. Der Dennis geht pünktlichst zur Halbzeit rein. Damit Daniel Anderson erstmal auf der ersten Position. Stefan Mons, ja, wieder auf seiner zweiten. Aber das wird natürlich nicht so bleiben. Jetzt gehen wir zum 199er Audi. Kleine Keimer gegen Holger Gersch. Auch die war noch nicht drin. Ab Platz 18 waren alle drin. Also die Hälfte war bereits drin. Die andere wird jetzt nach und nach reintrudeln. Lindner auf der 6 ist jetzt auch reingefahren. So, Angriff haben wir jetzt noch nicht gesehen. Auch hier können wir mal gucken, wer vielleicht in die Box reinfährt. So, dahinter ist die Nummer 5. Das müsste Peter Buchholz auf der 38 sein. Und der McLaren biegt, glaube ich, ab, wenn wir das so richtig gesehen haben. Der Herr Gersch, jawohl. Also auch hier biegt einer ab, der andere fährt weiter. Auch ein sehr, sehr interessantes Duell dann. So, Everts ist ja in der Box gewesen, genau. Wollte gerade gucken hier. 0,2 Sekunden an Patrick Till dran. Der muss aber eh nochmal rein. Das heißt, er wird sich jetzt hier wahrscheinlich nicht eklatant wehren. Fährt hier sehr weit an. Könnte mir vorstellen, dass er kurz lupft, dass hier der Everts vorbeikommt. Da ist er auch sogar schon vorbeigegangen. Hat also keine große Zeit gekostet hier. Auch wenn es ja an sich erstmal um die Position geht. Aber aufs Rennen gesehen geht es nicht zwischen den beiden um diese Position. So, der Daniel Anderson jetzt auch reingefahren. Da ist er. Oh, sehr, sehr schnell. Hoffen wir mal, dass das nicht zu schnell war. Damit Stefan Mons, der weiterhin draußen bleibt, erstmal ein bisschen Podiumsluft bzw. Hohlluft schnuppern kann. Und die 32 hat noch eine DT abgesessen. Wer war das? Das ist der Samuel Farmer, der Honda auf der 25. Eieiei, da ging es dann wahrscheinlich auch noch mal ein Stück zurück. Das kostet natürlich ordentlich Punkte. Und Brückner kommt ebenfalls rein. Hier der Aston Martin. Da hat er deutlich früher gebremst, als wir das bei Anderson, glaube ich, war das, gesehen haben. So, Rudi Geis kämpft jetzt tatsächlich hier um Position 14. Deadlift Cape hat sich nämlich auch schon frische Schlappen geholt. Das heißt, die beiden sind hier direkte Konkurrenten. Momentan noch zwei Positionsverluste. Und ja, die allermeisten waren schon drin. Ihr seht es links. Ein ganzer Schwung ist drin. Till Kleine und Jäkel müssten nur noch fehlen. Also gibt kaum jemanden, der hier sehr, sehr lange draußen bleibt. Ja, gibt auch keinen großen Grund dazu. Wetter wechselt nicht. Da kann man sich das, denke ich mal, schön 50-50 ungefähr aufteilen. Oh nein, Anderson hier mit einem Fehler. Der kam gerade frisch aus der Box, glaube ich. Reif noch nicht so ganz da und dann nimmt er den Curb zu viel mit und ja, und da geht es dann fast in die Wand rein. Streift hier die Wand auf jeden Fall mal. Jetzt ist er hier wieder unterwegs auf der 6. Position. Ja, Preko Everts müsste damit ja vorbeigegangen sein. Everts ist dann voraussichtlich der zweitplatzierte Boxenstopp bereinigt. Patrick Till muss noch rein. Anderson damit auf der 3. Lindner. Ja, schauen wir mal, wann Stefan Mons reinkommt. Jetzt kommt er rein. Mal sehen, wo er rauskommt. Eine Position hat er ja dann schon mal gewonnen. Voraussichtlich. Weil der Anderson hier den Fehler gemacht hat. Jetzt ist noch die Frage, ob er vor Everts rauskommt oder nicht. Dann gehen wir doch mal auf Everts. Wo ist er gerade? Ah, noch ein Stückchen weg. Dann gehen wir so lange noch zum Zweikampf hier. Hansel und Brückner. 12 und 13 sind das.
Oh, da ist auch wieder ordentlich Verkehr hier auf der Hangar Straight. Ein Porsche sehr langsam. Der lässt die hier alle, glaube ich, gerade durch. Einfach wegen der Überrundung. Hansel jetzt hier noch mit der Nase vorne im BMW gegen den Aston. Der hängt ihn aber schön im Genick da, würde ich sagen. Und Langhorst, der Audi sei schon, der Honda dahinter. Der kann sich das nur anschauen. Moldenauer haben wir dahinter. Und Dominik Socher, der ja auch sehr, sehr gut unterwegs war von hinten aus. 21 Positionen. Und die nächsten 4, 5 sind direkt vor ihm. Also hier hinter den Top 10 sieht es doch gerade sehr, sehr interessant aus. Viel, viel Potenzial. Und da sehen wir Socher auch, wie er auf der Innenseite schon mal guckt. Klaus Jäkel irgendwo mit einer gelben Flagge unterwegs auf der 10. Ja, keine Ahnung. Wir bleiben hier. Gucken mal, wer hier aus der Gruppe angreifen kann. Socher und Langhorst hier sehr, sehr dicht an den Vorderleuten dran. So, Alex Meyer ist drin. So, jetzt gucken wir mal kurz. Eberts kommt jetzt hier ganz, ganz knapp vor dem McLaren. Also hat nicht exakt nicht gereicht. Ja, wir gehen mal 20 Sekunden zurück, schauen uns das nochmal an, wie er hier aus der Box kam. Mal Heli-Perspektive. Da unten müsste der BMW jetzt um die Ecke geschossen kommen. Da kommt er. Also hat ganz, ganz knapp nicht gereicht hier. Ist hier voll auf dem Gas natürlich, der BMW auch, aber direkt Eingang, Mackitz und Beckitz. Kann sich Eberts vor Mons halten. Hat also nicht funktioniert, ihn in der Box zu überholen. Ah, schade. Also ist hier in der gleichen Position wie eben, nur das Ganze mit einer Position weiter vorne, denn, ja gut, Till muss noch in die Box, Andersen hatte ja den Fehler, ist damit gleich wieder auf der 4. Position und jetzt gehen wir hier hin, hier ist es doch auch höchst interessant, wir gehen mal in die Heli-Perspektive, da ganz oben sehen wir den BMW leicht abgesetzt, das ist Jan Hansel, Langhorst haben wir denn dahinter, dahinter die beiden Aston Martins, der Porsche von Dominik Socher, Alex Cruz, der McLaren, noch eine Sekunde dahinter, aber der könnte natürlich aufholen, da oben ist er. Also, das wird uns jetzt hier nochmal ordentlich entertainen, hoffe ich. Und natürlich 2 und 3 wird interessant. Mal gucken, wann Patrick Till reinkommt. Das ist der einzige, glaube ich, der noch rein muss. Alle anderen sind oder waren schon. Haben noch alle Autos am Start eigentlich. Ja, 38 Boliden noch, sehr gut. Gute Quote. Hoffentlich bleibt das so. Oh, einige DTs, die abgesessen wurden. Und Stop and Goes. Da hat es einige nach hinten geworfen. So, Dennis Prekor jetzt mit frischen Schlappen hier 58-0 gefahren. Und Moldenauer geht jetzt an Brückner vorbei. Da haben wir es gesehen. Optisch hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Die beiden Aston Martins hier sehr gleich lackiert. Und hier sehen wir Alex Cruz, der sich jetzt hier an die Gruppe rangefahren hat. Hat hier mal 4, 5 Autos im Visier. So, Anderson wird sich natürlich hier den Till wahrscheinlich auch noch schnappen. Aber wie gesagt, der muss ja nochmal rein. Das ist dann ohnehin ein Selbstläufer. Was haben wir hinten noch? Jerome Eckert und Holger Gersch hier auf der 26-27. Ja, farblich schön abgestimmt. Aber nicht das gleiche Team. Ja, mal gucken, ob der Eckert vorbeikommt. Jetzt hier auf der Innenseite. McLaren macht auf jeden Fall dicht. Geht auch rüber, damit keine Möglichkeit vorbeizukommen. Dann gucken wir kurz zu Farmer und Pötter. Bevor wir wieder zu der Kampfgruppe ab Platz 11 gehen. Das ist hier die letzte Kurve. Mal gucken, ob der Honda vielleicht mit mehr Schwung rauskommt. Hier schön, wie gesagt, den Ausgang mitnehmen. Da passt auch mal ein Auto auf den Curb rauf. Ah, hier schon im Windschatten kommt man zwar ran. Ist aber sehr unangenehm für die nächste Kurve. Porsche geht hier aber auf die Innenseite tatsächlich. Kann natürlich nicht ganz den Schwung mitnehmen. Auch der Honda fast rausgerutscht hier. Aber wir sehen, musste da auch ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. So, jetzt wird hier geguckt, wer kann hier wo angreifen. Da müssen wir in die Heli gehen. Jan Hansel konnte sich jetzt doch nicht so ganz absetzen hier vorne. Wird jetzt jedoch verfolgt von den ganzen Kollegen hier. Oh, jetzt bremst sich der Moldenauer ist das, glaube ich, genau neben den Honda. Hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt kommt hier der Nächste an, der Porsche auf der Innenseite. Socher setzt sich neben den Aston Martin, aber kann ihn schon nicht ganz mitnehmen. Auf der Innenseite muss natürlich ein bisschen langsamer fahren. Sonst hätte er ihn da wahrscheinlich rausgeschoben. Also keine Möglichkeit, an der Stelle gerade mal vorbeizugehen. Und hoffentlich geht das hier gut. Viel Potenzial für schöne Zweikämpfe. Aber das kann, wie gesagt, ja auch schief gehen. Die Strecke bietet aber sehr viel Platz und Möglichkeiten. Bin da guter Dinge, dass wir hier noch
schöne Kämpfe sehen, die letzten, ja, 21 Minuten, die wir jetzt noch haben. Und René Brey mit einer gelben Flagge der Nissan. Die gelbe Flagge hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ey, da zu weit rausgekommen in den Esses und dann ging es da richtig in die Wand rein. Also das Rennen läuft auch gar nicht nach Plan. Zwei Positionen hat er verloren. So, Molden. Oh, wer geht da weit? Keiner aus der Gruppe, glaube ich. Wer war denn das? Der Peter Buchholz müsste das gewesen sein auf der 37. Nee, Langhorst war das. Langhorst, was erzähle ich denn da? Huch. Hat hier irgendwie das Auto verloren. Und da geht einer vorbei. Zwei, drei. Und der Cruz ist auch vorbei, oder? Nee, inzwischen ist Langhorst wieder vorbeigegangen. Während da vorne Socher den Aston Martin angegriffen hat. Jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Langhorst schon wieder off-track hier. Jetzt ist Cruz vorbei und auch Remo Kipfer ist vorbei. Ja, damit hat er jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass er hier noch eine Position gewinnt. Na, mal gucken, ob er jetzt hier direkt wieder vorbeigeht. Da oben sehen wir die Gruppe, die jetzt ein bisschen Luft zwischen den Autos hat. Ja, Langhorst wird sich ärgern. Der war da eigentlich ganz gut dabei in dieser Gruppe. Jetzt ist er hier komplett durchgereicht worden. Jetzt gibt es ja auch nochmal einen Quersteher. Also keine Ahnung, ob es da irgendwie ein grundsätzliches Problem gibt mit irgendetwas. René Brey jetzt auch in die Box gefahren, der Nissan. Oder, ja, wahrscheinlich sind die Reifen gerade ein bisschen heiß. Durch den Dreher. Aber wissen wir nicht genau. So. Peter Buchholz. Ah, hier war die gelbe Flagge. So, kleine Keimer an Daniel Pay dran. Oh ja, oh nein, jetzt treffen die sich und der Pay wird da mal richtig schön in die Wand rein. Oder geht da schön in die Wand rein. Das war ja auch sehr, sehr doof gelaufen da. Einer hat zugemacht, der andere hat da nicht mal ausweichen können. Keine Ahnung. Jedenfalls Daniel Pay hier in Mitleidenschaft gezogen worden. Da ging es in die Wand. Und mal gucken, ob er so zu Ende fahren kann. Oder ob er auch nochmal einen extra Boxenstopp einlegen muss. Das würde ihn auf jeden Fall nochmal ordentlich nach hinten werfen. Ja, wahrscheinlich sogar aus den Punkten raus. Bis Position 30. Könnte auf jeden Fall knapp werden. So, Brian Pötter. Till jetzt in der Box. Na, Pötter hier am Honda dran. Wir müssen mal wieder nach vorne gehen. Denn der Zweikampf, die Never-Ending Story hier, würde ich mal sagen. Mons kommt hier an Everts einfach nicht vorbei. War eine sehr, sehr knappe Szene da. Boxenausgang. Mal gucken, Anderson. Ja gut, Till ist jetzt in die Box gefahren. Deswegen Anderson auf der 4. Hat aber immer noch 11 Sekunden nach vorne. Gute Nachricht ist auch 7 Sekunden nach hinten. Der fährt hier sein Rennen gerade etwas alleine. Aber der wird sich natürlich ärgern hier über seinen Fahrfehler. Wer hier hätte alle Chancen gehabt, aufs Podium zu fahren. Chancen bestehen natürlich noch, aber da muss er auch ein bisschen auf die Mithilfe der vorderen Kollegen hoffen, sozusagen. Die werden ihm nicht einfach so den Gefallen tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, sicher ist noch nicht, ob Kipfer hier auf der 15 bleibt oder ob Langhorst nach seinem Ausritt hier sich mal eine Position holt. Eine Runde ist er jetzt auf jeden Fall mal nicht vorbeigekommen. Kann jetzt hier deutlich mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Aber ja, findet er hier Platz. Der BMW bleibt relativ weit in. Geht der Honda dahinter wahrscheinlich. Ja, aber wirklich angreifen kann er nicht. Ja, Dani Pay ist jetzt in die Box rein. Ah, der wird auch keine allzu gute Laune haben, fürchte ich. So, Socher, der hat sehr gute Laune. 24 Positionen gewonnen. Top 10 sind für ihn absolut heute drin. Also, wir sind ja alle direkt vor ihm. Das ist ja die besagte Gruppe hier, die wir eben schon begleitet haben. Eben war es ein bisschen ruhiger. Jetzt scheint es wieder ein bisschen mehr zusammenzurücken. Auf jeden Fall drückt der Dominik von hinten. Und ja, wäre doch gar nicht so schlecht hier von fast ganz hinten in die Top 10. Ich glaube, da wäre er recht zufrieden mit. Würde sie auch mal richtig Punkte holen heute. Gucken wir mal kurz bei Langhorst rein. Auch hier keine Möglichkeit vorbeizugehen. Das macht Stefan Mons. Also ihr seht hier, 2, 3, 4 Duelle haben wir, die noch sehr, sehr interessant sind für die letzte Viertelstunde. Ab Platz 17 hat sich's dann doch schon gut geordnet. Daniel Pay kommt jetzt wieder raus auf Position 32 wahrscheinlich. Ja, na, schade. Also wie gesagt, aus den Punkten raus. Musste wahrscheinlich auch ein bisschen reparieren. Ein bisschen mehr als eine halbe Minute hat er gestanden. So, muss man einen Schluck trinken.
So. Ja, also das Grüppchen hier. Interessant. Pace kann man nicht ganz einschätzen, ob da einer schneller kann oder nicht. Mal holt der eine den anderen auf und mal andersherum. Jetzt gerade drückt der Moldenauer rückt dem Hansel hier auf die Pelle. Brückner und Socher schauen sich das an, gucken vielleicht, dass sie hier selber Position gewinnen. Und Langhorst schon wieder mitten off-track. Und hier zu viel Curb mitgenommen diesmal in der Stow und kann das Auto jetzt hier nicht so richtig abfangen. Da macht er wieder ein 180er. Hofmann und Farmer sind noch vorbeigezogen. Damit nur noch Platz 18. Ja, der hat da eigentlich so an den Top 10 rumgeschnüffelt. Muss er mal gucken, dass er hier in den Top 20 noch bleibt. Ja, sehr, sehr schade hier. Im zweiten Stint sozusagen. Leider ein paar Fehler gehabt und dementsprechend nach hinten gefallen. Also, Viertelstunde ist schon angebrochen, die letzte. Streckenbedingungen bleiben sehr, sehr konstant. Glaube ich, ein Tack wärmer geworden, nochmal ein Grad auf der Strecke. Aber leichte Bewölkung, kein Regen. Also, die Ausrede zählt auf jeden Fall nicht. Ein paar Strafen haben wir auch schon gesehen. Stop and Goes hatten wir, DTs. Also, auch in der Boxengasse ist nicht immer alles gut gelaufen. Der eine oder andere hat sich vielleicht hier auch zu viele Cuts geholt, könnte auch sein. Gibt ja doch ein paar prädestinierte Stellen. Ja, spannend wird auch, ob Jeff Ewert sich jetzt hier aus der Ruhe bringen lässt. Dann nimmt er sehr viel Körb mit. Mit dem M4 scheint das aber hier zu gehen. Der muss hier die Nerven behalten. Kein Fehler machen. Der Monster, der fackelt nicht lang, da bin ich mir sicher. So, was haben wir hier? Brückner. Oh nein, in der Gruppe ist irgendwas passiert. Hier geht's auch in die S's rein. Brückner verliert jetzt hier einige Positionen. Hat ein bisschen die Linie verloren und dann das Auto. Und da ging's auch nochmal in die Wand. Da hebt das Auto sogar leicht ab. Ah, super ärgerlich. Der hat sich auch mehr versprochen. Also hier in der Gruppe überleben, das ist die Devise, würde ich mal sagen. Kipfer geht an Brückner jetzt auch noch vorbei. Der Remo auf die 14. Der hat ja 8 Positionen gewonnen. Da läuft es ganz gut eigentlich. Ja, schade, die Gruppe, die dünnt sich gerade ein bisschen aus hier. Wir sehen es. Jetzt haben wir noch Guerra, Hansel. Ja, Guerra ist hier vorne auch noch übrigens. Hansel, Moldenauer und Socher. Rudi Geis ist da vorne noch an Detlef Keep dran. Eine Sekunde. Mal sehen, was da noch so geht. Gucken mal kurz hier rein. Letzten 3 Runden. Ja, war es mal so, mal so. Beide auf jeden Fall mit Positionsgewinn insgesamt. Können wir mal wieder die Position Deltas uns anschauen. Die Boxenstops sind ja soweit durch. Werden wir wieder mal auf den Drittplatzierten gehen. Ja, Mons Andersen haben eine verloren. Die Position hat sich Ewerts geschnappt. 1, 5 und 6 hat sich nichts getan. Top 10 einige nach vorne gerutscht. Wir haben es gesehen, gab einige Strafen, einige Fehler. Daher haben da viele auch profitieren können. Gute Nachricht ist aber, dass alle noch auf dem Server sind zumindest. Auch wenn nicht mehr alle fahren. 66, wenn ich so richtig sehe, müsste sogar DSQ haben. Wir sehen es auf der Karte, schwarz hinterlegt. Warum auch immer es da ein DSQ gab. Da darf auf jeden Fall der Carsten König nicht mehr weiterfahren. So, Rudi Geis kommt hier an dem Herrn Keep dran. Wir fahren mal beim Aston mit. Jetzt hier im Windschatten. Oh nein, jetzt hat Mons vorne eine gelbe Flagge. Was hat er angestellt? Das ist die schnelle Rechtskurve hier. Ah, da haben wir es gesehen. Rechts auf dem Curb, das Auto leicht abgehoben. Jetzt verliert er hier das Auto. Zumindest kein Einschlag. Aber ja, da wäre deutlich mehr gegangen. Ist auch noch auf der dritten Position, glaube ich. Ja, Anderson ist dahinter. Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, währenddessen ist nämlich Geist an Keep vorbeigegangen, wo wir gerade drauf waren. Schauen wir nochmal rein. Genau, hier auf der Geraden sind wir weggegangen. Aber hier in der Stow außenrum ist der 57er vorbei. Von der 14 auf die 7. Auch ein sehr, sehr gutes Rennen hier von Rudi. So, Brückner verliert gerade schon wieder Position. Achso, weil er in der Box war, ist Drive-Through hat er sich geholt, der Pierre. Auch das noch. Erst das Auto verloren, dann wahrscheinlich noch einen Cut geholt und nochmal eine Drive-Through. Und zack, bist du nur noch auf der 22. Ja, auch hier sehen wir wieder, schönes Beispiel, die Grundsätze. Unfallfrei bleiben, strafenfrei bleiben. Das schenkt dir in den allermeisten Rennen schon Position.
aber das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn du hier in so einer Gruppe steckst. Vorne hat es jetzt allerdings, ja, gut geordnet. Mons, wie gesagt, immer noch auf der 3, aber inzwischen 7 Sekunden vom BMW weg. Ich fürchte fast, wenn da vorne keiner einen Fehler macht, wird das da so bleiben. Geist an Kep vorbei, mal gucken, ob es nochmal einen Konter gibt. Sonst, ja, ist das nächste Interessante, was wir hier sehen. Um Platz 9 rum, also auch hier die letzten Top-10-Platzierungen. Noch haben die Guerra und Hansel auf 9 und 10. Maulnauer klebt hier direkt ran. Socher hier weiter auf Aufholjagd sozusagen. Der zweitbeste Porsche hier auf der Strecke. Wir steigen mal ein. Oh, jetzt kann er es vielleicht ausnutzen, mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Da, die beiden davor konnten nicht so ganz die Geschwindigkeit durch die Kurve nehmen. Aber reicht nicht ganz, um daneben zu gehen. Socher entscheidet sich dafür, dahinter sich einzuordnen, nicht hier Side-by-Side durch Meckitz und Beckett zu gehen. So, kann er jetzt hier vielleicht mit mehr Schwung raus. Ah, sieht gar nicht schlecht aus. Fehlt auch noch ein bisschen Windschatten. Der Aston allerdings auch. Jetzt muss er gucken, was macht der Aston, was macht der BMW. Wer geht auf Verteidigungslinie, wer greift an, wer versucht sich daneben zu setzen. Beide gehen rechts, er bleibt links. Pierre Brückner schon wieder in der Box. Aber keine Chance hier. Oh, wollte hier schneller in die Kurve rein. Kleiner Quersteher, glaube ich sogar. Aber wir sehen es. Er hat ja alle Möglichkeiten, nochmal in die Top 10 reinzufahren. Die beiden muss er sich nochmal schnappen. Hofft natürlich, dass die sich vielleicht da berühren, wollte ich gerade sagen. Und dann passiert es da, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es eine Berührung gab. Wir gehen mal 10 Sekunden zurück. Ja, gab die Berührung. 2 Sekunden vorher hatte ich es irgendwie angesprochen. Sollte ich mal lassen. Und Socher geht durch die Mitte. Moldenauer weiß das natürlich. Lässt hier Hansel wieder vor. Und damit, ja, hat sich hier ein bisschen was getan. Socher hat jetzt 3 Sekunden nach vorne. Hat also die Top 10 erreicht. Ja, viel weiter nach vorne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Gucken, ob Guerra nochmal sich schnappen kann. Danach haben wir 17 Sekunden Abstand. Das wird dann, glaube ich, auch ein Dominik Socher nicht mehr schaffen in den letzten 9 verbleibenden Minuten. Ja, aber 27 Positionen. Ich denke, da wird er heute wunderbar einschlafen können. Sehr, sehr schönes Rennen seinerseits. Ja, wo gehen wir denn mal hin? Patrick Till, den haben wir auch nicht so viel gesehen. Der war der, der als letztes in die Box rein ist, zum Boxenstopp, auf der 19. Position. Ja, für den lief es auch nicht so viel schlechter als für Dominik Socher. 11 Positionen sehen wir hier, die er gewonnen hat. Hier wird er gerade von einem Porsche vorbeigelassen. Überrundet hier. Und ja, Platz 19. Platz 18 ist der Pötter. Der hier... Wo ist er denn? Ah, da ist er. Auf der Mitte Nummer 24, direkt vor ihm. Also da könnte mal was gehen. Steffen Rosse auch nicht so weit weg hier. 1,5 Sekunden. Und Schernhammer hat hier offenbar gerade eine Position verloren. Bisschen off-track gegangen in der Stowe. Und da ist noch der Aston Martin von Pierre Brückner vorbei. So, Jerome Eckert. Was kann er noch ausrichten? Der hat nämlich seinen Markenkollegen direkt vor sich auf der 22. Wieso ist jemand so ein Anzeigefehler? Wir waren eben auf ihm, da haben wir den Audi nicht gesehen. Als ich auf ihn raufgeschaltet habe. Sehr interessant. Hatten wir eben, glaube ich, auch schon bei den anderen beiden. Wollte direkt, danke für eure Follows übrigens. Habe ich ganz vergessen zu gucken. So, ganz vorne tut sich nicht viel. Also spannendes. Oh, jetzt habe ich weggeschaltet. Da wollte ich nicht wegschalten. Aber 18, 19 ist sehr, sehr spannend. Hier 22, 23, 11 und 12 wäre auch noch im Angebot für die letzten 7 Minuten. Also trotz so vielen Autos hat sich es doch in weiten Teilen beruhigt nach einer Stunde fast. Hier und da haben wir natürlich noch ein paar Zweikämpfe. Und Eckert schnappt sich hier den kleinen Kalmer. Immer noch 5 Positionen hinter seiner Startposition. Und kleine Kalmer wurde auf seine Startposition wiederum zurückgeworfen. So, Pfaffenrot. Nicht sonderlich schnell unterwegs hier gerade. Auf der 36. So, dann gehen wir hier zu den letzten beiden der Gruppe. Der 5er-6er-Gruppe, die wir vorhin beobachtet haben. Hier gibt es die Lichthupe. Moin, moin, Herr Moldenauer. Der will sich jetzt nochmal den Hansel schnappen. Die beiden sind nur noch übrig geblieben. Socher hat sich schon leicht absetzen können. Der ist schon 2,3 Sekunden weg. Hat schon ein paar Zehntel auf Guerra aufholen können. Wird aber, glaube ich, eine knappe Sache. Da oben sehen wir den Porsche.
Also das Duell haben wir noch. Peter Till und... Ja, mal gucken, ob... wollte ich gerade sagen, Eckart wegfahren kann. Aber der hat hier die Position wieder verloren anscheinend. Wo immer das auch gerade passiert ist. Aber hier sehen wir jetzt den Marius wieder vor dem Jerome. Klaus Jäckel. Kurz auf Track gewesen anscheinend. Also die beiden geben sich's auch nochmal. Beide werden auch noch Spaß haben in den letzten 5 Minuten. Das ist das Duell. Ja, was am interessantesten ist denn hier vorne? Ihr seht ja die Abstände da. 2 Sekunden und deutlich, deutlich mehr. Preko vorne mit 17. Gerade sind jetzt mit einer gelben Flagge. Anscheinend mit Jäkel irgendwie zusammengedonnert oder so. Beide auf jeden Fall mit einer Kollisionsanzeige. 28, 29 ist das. So, gucken wir mal hier wieder. Müssen ein bisschen durch die Zweikämpfe gehen. Da kann jederzeit was passieren. Sind da wirklich Stoßstange an Stoßstange unterwegs. Mal sehen, ob dich der Jerome den Marius wieder schnappen kann. Mithalten auf jeden Fall gar kein Problem. Weiß nicht, ob er vielleicht einen kleinen Fehler hatte, dass der weiße Audi wieder vorbeigegangen ist. Aber kann den Druck hier wunderbar hochhalten. So, wer hat sich schon wieder eine SG30 geholt? Nummer 8 hat sich eine SG30 geholt. Das ist der Jürgen Hofmann auf Position 36. Ja, der war schon 4-mal in der Box jetzt inzwischen. Damit mit Peter Buchholz... Der Pilot, der am meisten die Pitlane besucht hat. So, jetzt ist irgendwas hier passiert. Gehen wir auch mal da zurück. Oh, da gab es eine Kollision zwischen dem Aston und dem BMW, die da die ganze Zeit im Zweikampf unterwegs waren. Wollten aber, konnte glaube ich, relativ zügig weiterfahren. Alex Cruz hat sich aber die Position schnappen können vor Hansel jetzt. Er nur noch auf der 13. Langhorst gerade auch noch mit einer gelben Flagge unterwegs gewesen. Pötter, Till und Rosse sind wiederum vorbeigegangen. Also auch hier in der Schlussphase muss man gucken, dass man fehlerfrei bleibt. Damit gehen wir zu Position 17, 18. Pötter, Till weiterhin. Dreieinhalb Minuten noch. Wo ist der Führende? Achso, irgendwo da hinten müssen wir ihn sogar sehen. Auch gerade in den S's. Also wird gleich in die letzte Runde gehen. Für die beiden ist es also die vorletzte. Also 2 Runden jetzt noch. Und dann gucken wir mal, wie die sich hier ordnen. Till auf jeden Fall nochmal sehr daran interessiert, den Pötter zu überholen. Aber Pötter hält sich hier sehr, sehr wacker. So, was geht hier? Ja, wieder in der Stow. Auf der Innenseite hat er nochmal reingeguckt, aber kommt hier jetzt doch vorbei auf der Innenseite. Da ist doch die Tür offen. Mal sehen, ob er jetzt die Tür zumachen kann für die Schikane. Aber kleine Keimer bleibt auf der Innenseite. Oh, jetzt mal gucken. Geht er dahinter? Bleibt er außen? Er bleibt außen daneben. Hofft er darauf, dass er hier auf der Innenseite dann vorbeischlüpfen kann. Er muss aber ein bisschen vom Gas gehen. Der 199er hat einen kleinen Rutscher. Damit ein kleiner Vorteil vielleicht für den 31er Audi, der jetzt hier wiederum aufpassen muss. Wir haben es gesehen. Haarscharf an der Kollision vorbei. Hat sich da fast angelehnt. Aber kleine Keimer bleibt hier auf Position 22. Schöner, schöner Zweikampf. Mal sehen. Auch die haben gleich nicht mehr viel Zeit. Nur noch wenige Kilometer. Damit dahinter fast noch eine Dreiergruppe. Jäkel, Graz und Schröter haben wir hier. Das ist hier der grüne Aston Martin, der von ganz hinten, glaube ich, gestartet war. 9 Positionen ging es nach vorne. Also zumindest mal in die Punkte. Und Steffen Rosse, kurz gelbe Flagge gehabt. Und jetzt hat Socher eine gelbe Flagge. Und mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Er hat jetzt den Vorsprung wieder verloren. Also die Gruppe, die robbt sich hier wieder so ein bisschen zusammen. Also Socher wird maximal Zehnter werden. Muss er jetzt noch nach Hause bringen, aber die nächsten Positionen jetzt doch wieder sehr, sehr nah dran. So, da hören wir es. Jetzt geht es in die letzte Runde rein. Und ja, jetzt wird hier nochmal der Endspurt angegangen. Die letzten Reserven rausgeholt, um hier nochmal eine Position zu gewinnen. Wir sehen es im Tower. Wir haben da nochmal locker 4 rote Zahlen. Ab Position 10 auch noch orangene relativ viele. Da wird es also das ein oder andere Fotofinish geben, mehr oder weniger. So, jetzt gucken wir mal, ob er hier vorbeikommt. Geht er rein? Jawohl, geht vorbei. Risikoreich, aber haben alle mitgespielt. Eckart jetzt also auf die 22 vorgerückt.
So, der Honda ist keine Position. Doch, das ist Langhorst tatsächlich. Der Langhorst auch noch am Start hier. Also da haben wir eine schöne Dreiergruppe, die wir hier sehen. Moin SimU, danke für dein Raid. Herzlich willkommen. Sitzt nun eine Minute nur noch, also eine Runde ungefähr. Der Rest von dieser. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Und wir sehen, Eckert kommt auch noch an Langhorst vorbei. Also doch nochmal zwei Positionen gewonnen. Mal gucken, wer sich jetzt hier durchsetzen kann von beiden. Der Honda hier, Langhorst auf der Innenseite, zieht aber zurück. So, von hinten, das müsste Ebert sein, der Zweitplatzierte. Ja, souveränes Rennen, hat sich keinen großen Fehler erlaubt. Von der 4 auf die 2 wird es gehen. Dennis Brekur noch nicht ganz auf der Ziellinie, deswegen bleiben wir nochmal hier auf der 12. Position. Also tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 Grüppchen. Zwei Kämpfe, die noch sehr interessant sind. Ich glaube, ganz hinten ist nichts mehr los. Nee. Oder? Ja, 28, 29, 30 vielleicht nochmal. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal nach vorne. Hier geht es noch einmal rechts rum. Und Dennis Brekur, Startzielsieg. Ja, war sehr ungefährdet. Konnte hier gut wegfahren. 18 Sekunden hat er am Ende rausfahren können. Wird damit seinen zweiten Saisonsieg holen. Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Glückwunsch an Dennis. Jetzt ist es auch offiziell. Jeff Ewerts, hatte ich schon gesagt, ein fehlerfreies Rennen. Hier auf der zweiten Position. Wurde hier vor allem von Stefan Mons gejagt, aber hat sie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Holt sich Position 2 hier. Und Stefan Mons nochmal 4 Sekunden rangekommen, aber am Ende Platz 3. Bisschen glücklich, weil der Viertplatzierte Andersen, der eigentlich da vorne noch mitgefahren wäre, leichten Fehler hatte und dementsprechend nur Vierter wird, in Anführungsstrichen. Alex Meyer wird hier Fünfter. Jetzt müssen wir nochmal zu den Zweikämpfen gehen. Na, erstmal hier hin zu dem Grüppchen. Die haben noch so ein bisschen was vor sich hier. Falk Moritz ist schon übers Ziel, glaube ich. Hinten sind die schon alle im Ziel. Patrick Till, glaube ich, nicht mehr an Pötter vorbeigekommen. Aber Farmer hier nochmal ein Hofmann dran. Platz 15. Ovisim Racing gegen SDS Motorsport. Ah, oder gucken wir kurz hier. Ne, da passiert auch nichts mehr. Rudi Geis nochmal an Peter Lindner dran. Detlef Kep konnte hinter sich halten. Aber weiter nach vorne ging es nicht. Trotzdem nimmt er sehr, sehr viele Punkte mit. So, Moldenauer, das ist hier unsere Gruppe. Ja, sollte sich auch nicht mehr so viel tun, wenn man sich hier beim Anbremsen zumindest nicht mehr vertut. Moin Phoenix. Einmal rechts rum. Ja, sieht gut aus. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Wen haben wir noch? Hansel und Kipfer hier, die beiden Teamkollegen auf der 12 und auf der 13. Auf der 15 haben wir noch den Daniel Hofmann. Samuel Farmer kommt hier auf der 16 ins Ziel. Ja, müsste einer der letzten sein, glaube ich. Alle anderen sind schon hinter dem Führenden über die Linie gegangen. Gucken wir mal. Na, irgendeiner fehlt noch. Ah, hier. René Brey noch, der Nissan jetzt im Ziel. Jetzt kommt noch der Matthias Wegel auf der 32. Und der war der Letzte. Und damit haben wir die 60 Minuten geschafft. Wunderbar. So, nochmal fahren. Zack. Und nochmal kurz ins Studio. Oh, Licht sollte ich anmachen. Sieht man mich nicht. Puh, ja, also 38 Autos. Und ich glaube, zumindest sind alle auf dem Server geblieben. Einer wurde, glaube ich, DSQ'd. Aber ich glaube, sonst alle sogar ins Ziel gekommen. Oder gefahren zumindest, auch wenn da nicht mehr viel zu holen war. Ein paar Leute wurden doch ein, zwei überrundet. Aber sehr, sehr spannendes Rennen, wie ich finde. Eine schöne Startphase hatten wir gesehen. Wie auf Zolder, wie gesagt, viele Autos, aber keine großen Unfälle. Aber wie es dann oft so ist, danach die 2, 3, 4 Runden, danach wurde es ein bisschen ruppiger. Dann hat es sich geordnet und wir haben ja vor allem da um die Top 10 rum schöne Gruppen gesehen. Ein, zwei Autos, die richtig was gewonnen haben. Dominik Socher kann man auf jeden Fall erwähnen, von sehr weit hinten in die Top 10, glaube ich, noch gefahren. Und wir gucken mal kurz nochmal auf, habe ich den Rennkalender jetzt noch hier? Nee. Aber ich kann euch sagen, wo wir das nächste Mal sind, in 2 Wochen nämlich. Da sind wir auf Monza. Ah, das wird auch interessant. Da ist er natürlich auch wieder am Start. Und ja, dann gucke ich mal, wohin können wir denn raiden? Gucken, was geht hier noch vielleicht. Ach, auch noch eine Minute rennen. Ah, ich weiß, wir gehen zum Socher, weil er so gutes Rennen gefahren hat. Dann raiden wir da nochmal hin. Zack, zack, zack. Ja, vielen Dank für die Follows, danke für den Raid-Sim-Dude und danke, dass ihr dabei wart heute.
Hoffe, ihr hattet einen schönen Abend bis jetzt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Wünsche euch noch einen schönen Restabend. Und mal sehen, morgen bin ich vielleicht auch nochmal online, denke ich mal. Wahrscheinlich Porsche Cup bei Lütjen Motorsport, wo sie nochmal abschnacken. 2x30 Minuten würden wir da fahren. Und wir raiden zum Dominik, wie gesagt. Lasst mir da gerne ein paar Grüße da. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann vielleicht bis morgen, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.